Aufzeichnen. So, Anna Föld. Das ist ja Kazi von irgendwo Zwettl Gymnasium oder so. Ich kann Das nichts machen. bin ich. Das bin Ja, die. Ich habe mir alles. letztens mit Katze, mit meinem ehemaligen Lehrer oder mit dem Ah, der noch Günter Hohl. Lehrerkürzel der Ja. Schule Ja, angemeldet genau. und Was, nicht mit. das ist einfach so verwirrend, wenn eine und dieselbe Person da und dort und noch einmal immer unter einem anderen Namenserscheinungsbild da ist. Und dann kannst du ja nie wissen, ist das ein Clubcomputer-Mitglied Ja. oder tut er nur so? Ja. Ja. Entschuldigung, dass ich das Ja, so gemacht also habe. das war schon nett, dass du da bist. Gut. Nein, nein, das war bei der Erstanmeldung. Aus Gewohnheit habe ich einfach das so hingeschrieben, weil ich das Lehrerkürzel in der Schule immer so verwendet habe. Ich war halt einfach der Katzi und das war die Macht der Gewohnheit. Ja, siehst du, damit alle wissen, dass ich der Georgi bin und ihre wirklich heiße, habe ich es dazu geschrieben. Extra. Ja. Jo. Naja, ich könnte auch noch zur Verwirrung beitragen. Ich habe kurz überlegt, ob ich mich über das Handy auch noch einmal anmelden sollte, damit ich selbst sehe, was alle anderen sehen. Aber ich habe dann darauf verzichtet, also wenn irgendwelche Bild- oder Ton- oder sonstigen Störungen sind, dann wird es, glaube ich, möglich sein, dass irgendeiner zum Schreien anfängt und dann können wir uns mit dem Problem beschäftigen. So, also gut, offiziell haben wir ja schon den ersten Teil der Begrüßung gehabt. Der George hat die Videoaufzeichnung gestartet. Wer damit nicht einverstanden ist, muss es wieder ummelden. Ich glaube, es gibt dann Oder keine anderen technischen Möglichkeiten. schalt Was? das Video weg und red nichts. Das geht auch. Auch das wäre eine Variante. Ja, Stichwort red nichts. Wir wollen ja heute einen Workshop machen, sondern jetzt brauche ich meinen Spickzettel. Und der Spickzettel beginnt natürlich mit einem Bild von zwei Katzen. Ich habe schon erwähnt, dass jeder Informatiker mindestens eine, am besten zwei oder noch mehr Katzen haben sollte. Aber der Text für heute, den ich ausgeschickt habe, den zeige ich noch einmal kurz her. Also die Idee lautet, dass wir uns einmal darüber unterhalten, warum überhaupt das Welte zur Diskussion steht. Wir schauen uns dann einmal an, wie so ein Svelte-Ding aufgebaut ist, ein Svelte-File aufgebaut ist, das geht auch ganz kurz. Einige wichtige Sprachelemente werden uns die meiste Zeit beschäftigen und dann können wir zu Übungen übergehen, wobei es nicht notwendig ist, da irgendetwas installiert zu haben. Ja, wer das Ganze mitverfolgen möchte, und da möchte ich schon alle einladen, dass sie das tatsächlich tun, möge bitte die Seite Svelte. Es wird so mit Svelte ausgesprochen, aber schreiben müssen wir es mit svelte.dev aufrufen. Und auf der Seite möchte ich dann all diese Dinge so weiter mit zeigen. So, jetzt, wenn wir da gleich mal Welte. umschalten. Punkt. Svelte.dev, DEV, so wie Development. Ja, und auch gleich eine Bitte. Wir sind ja eine kleine Gruppe, also wenn irgendetwas unklar ist, dann bitte schreit es einfach da hinein. Ich kann eigentlich nur zuhören, wenn man nicht darauf wartet, dass ich das irgendwo im Chat sehe. Ich schaue mir es nicht an. Der George hat versprochen, er würde auch den Chat mitlesen. Aber das Einfachste ist, glaube ich, das Mikrofon einzuschalten und dazu zu sprechen. So, was sind wir jetzt mit der Seite, die ich herzeigen will? Augenblickerl. Das Es wird gibt, nicht. wenn ich darf, das sagen, eine andere Möglichkeit auch, nicht im Chat nur was zu schreiben, sondern man kann auch eine Reaktion setzen. Das ist in der unteren Leiste, so im rechten Bereich. Und irgendwo kann man da auch Hand heben. Ja, irgendwo gibt es das. Glockenspiel für erhobene Hände abspielen. Was war das? Also Ja. jedenfalls gab es die Möglichkeit, eine Pfote zu heben. Ich kämpfe gerade noch mit einem kleinen Problem. Ich habe die Seite zwar vorbereitet, mit der ich starten möchte. Also in der Zwischenzeit ruft bitte mal die Seite svelte.dev auf.
Und ich glaube, ich habe sie beim Herumhantieren gerade erfolgreich Ja, geschlossen. schließen. Nein, ich habe was anderes gemacht. Sie lag im Hintergrund, deswegen habe ich es nicht gesehen. Gut, also gehen wir es an. Sehen alle diese Seite, die gleich kommen wird? Irgend so etwas mit Lernen, Svelte. Learn, Svelte.dev, haben das alle? Ja, Da ist natürlich ganz gut, wenn man zwei Bildschirme hat, aber man könnte natürlich auch das Zoom-Fenster irgendwo in eine Ecke hinein Ja, tun. Das sieht man nicht allzu, also das sieht man nicht allzu viel. die Besser wäre Quelle. es, das auf der Svelte-Seite mitzuverfolgen. Den Text bitte auf der linken Seite braucht ihr nicht zu lesen, sondern den Text möchte ich an und für sich erklären. So, da ist auch noch irgendwas, was stört. Weg damit. Ja. So. Sehen alle noch die Seite? Alles noch okay? Gut. Ah, okay. Dann fangen wir wirklich an. Also, wie komme ich überhaupt auf Svelte? Wie gesagt, Svelte ausgesprochen, Svelte geschrieben. Wir haben uns vor 2 Wochen ja schon ganz kurz darüber unterhalten, wie diese dynamischen Webseiten prinzipiell aufgebaut sind. Und wie das Ganze historisch gewachsen ist über CGI-Seiten und alles Mögliche. Und die Sachen sind dann leider immer komplizierter geworden, bis hin zu einem Punkt, wo eben eine Gruppe da etwas Neues auf die Beine gestellt hat, nämlich Svelte. Was ist das Besondere bei Svelte? Naja, wenn man irgendwelche anderen erweiterten HTML-Seiten sich anschaut, dann enthalten diese Spezialbefehle und es werden dann aus Programmbibliotheken Dinge dazugeladen. Die Programmbibliotheken sind unter Umständen dann sehr umfangreich, mit anderen Worten, das so erweiterte HTML-File mit allem drum und dran, was man dazu braucht, ist unter Umständen viel, viel größer, als es tatsächlich gebraucht wird. Svelte macht die Geschichte jetzt komplett anders. Die Seiten, die wir jetzt sehen und dann immer wieder sehen werden, werden durch einen Svelte-Compiler in JavaScript übersetzt. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich erkläre gleich warum. Und diese übersetzte JavaScript-Seite ist eigentlich die, die dann an den Browser vom Server geschickt wird. Warum übersetzt JavaScript? Ja, erstens einmal durch die Übersetzung gelingt es, eine ganze Reihe von Funktionen, die sonst viel komplizierter werden, wir kommen gleich dazu, umzusetzen. Außerdem kann man es in die primitivste aller JavaScript-Versionen übersetzen, die dann am Schluss jeder Browser verstehen kann. Man hat also überhaupt kein Problem, im Svelte-Programm eine aktuelle JavaScript-Version zu verwenden. Und trotzdem kann das ja jeder entsprechend betrachten. Das sind so ein paar nette Details. Die Files werden kleiner, schneller übertragen und natürlich ist auch die Ausführungsgeschwindigkeit kürzer. Also die Geschwindigkeit ist höher. Ja, warum Svelte? Das war also ganz kurz zur Erläuterung. Woraus besteht eine Svelte-Seite? Ich glaube, das schauen wir uns dann an, wenn wir die erste größere Svelte-Seite vor uns sehen. Kurzfassung im Wesentlichen aus dem Skript-Teil, obwohl so die JavaScript-Dinge drinnen sind, dann dem, was wir naja, bei einer HTML-Seite als Body bezeichnen würden, also das, was tatsächlich auf der Seite dargestellt werden soll, erweitert allerdings um die Spezialitäten von Svelte. Ja, ganz am Schluss gibt es dann noch einen Style-Teil, also jener Teil, mit dem dann das Aussehen der Seite verändert wird. Das ist übrigens auch eine wichtige Idee, dass man sagt, der Inhalt der Seite, das Aussehen der Seite und die Steuerung der Seite sind voneinander getrennt. Es sind drei voneinander unabhängige oder fast unabhängige Teile. Die Steuerung steckt im ersten Teil drin, im JavaScript. Der Inhalt steckt im Mittelteil drinnen und das Aussehen steckt im Style-Teil drinnen. So, genug geredet. Wir haben also hier auf unserer Seite sieht man eigentlich mal nicht den Cursor da bewegt? Ich hoffe schon. Ne? Sieht man den? Ja. Das ist gut. Ja, okay. Also wir sehen, wie die Seite heißt. Sie heißt app.svelte.de.
Es gibt dann auf der linken Seite eine Aufgabe, wie gesagt, die werden wir uns jetzt nicht durchlesen. Und um Zeit zu sparen, können wir unten auf den Knopf Solve drücken. Wenn also links tatsächlich eine Aufgabe gestellt wird, dann können wir die Aufgabe lösen oder, damit wir schneller weiterkommen, den Solve-Knopf betätigen und die nächste Seite ansteuern. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass nachdem wir mit unserem Workshop zu Ende sind, dass dann jeder die Sache noch einmal hernimmt, das Tutorial noch einmal hernimmt, die Seiten noch einmal durcharbeitet und zwar ohne auf den Solve-Button zu drücken, sondern tatsächlich die Dinge eingibt. Und die Sweatleute haben sich dann noch was einfallen lassen. Sie haben gesagt, ja, Copy und Paste funktioniert auf der Seite nicht. Du musst die Sachen wirklich selbst eintippen. Didaktisch durchaus ein Vorteil. Wenn man selbst etwas tut, lernt man es besser, als wenn man es nur rüber kopiert. Ja, und die erste Seite sehen wir also hier abgebildet. Sie besteht aus dem Tag H1, Überschrift Welcome, Ende des Tags. Und wenn ich das eingebe, dann erscheint unten, jetzt haben wir am unteren Teil des Bildschirmes in der rechten Hälfte, erscheint das Wort Welcome mit Rufzeichen. Genauso wie es da gestanden ist. Also das war jetzt nicht wirklich aufregend. So, ich sehe gerade, ich muss das ein bisschen verkleinern. Jetzt habe ich Probleme mit dem Weiterschalten. Warum geht das nicht? Interessant. So war das nicht getan. Ich wollte nämlich jetzt auf die nächste Seite schalten. Ah ja, Entschuldigung. Mein Fehler, auf der linken Seite ist ja der Button zum Weiterschalten. Ich habe ihn gerade rechts gesucht. Okay, nächste Seite. Our first component. Component, was ist ein Component? Was ist eine Komponente? Ja, prinzipiell ist alles, was abgespeichert ist und auf Punkt Svelte endet, ein Komponent. Und ja, da ist also jetzt noch einmal die Aufgabe, die wir eigentlich schon gelöst haben. Und mit dem Button Solve können wir das, was hier auf der linken Seite jetzt steht, übernehmen. Das heißt also, die Idee lautet, dass wir zu unserer bereits bestehenden Seite diesen Skriptteil dazufügen. Ja, das können wir damit tun. Und jetzt schaut die Seite folgendermaßen aus. Oben steht ein Skriptteil. In dem Skriptteil wird eine Variable vereinbart. Achtung, alle Variablen müssen vereinbart werden. In den ursprünglichen Varianten von JavaScript war das nicht notwendig, aber Svelte verlangt, dass eine Variable, die verwendet wird, zu vereinbaren ist. Es gibt drei Arten, wie man Dinge vereinbaren kann. Einmal das Wort var, das vielleicht einige schon von früheren JavaScript-Versionen kennen, hat den Nachteil, dass damit eine globale Variable erzeugt wird, wollen wir nicht. Macht nur Unfug. Let ist die richtige Wahl. Let erzeugt eine Variable, in dem Fall die Variable mit dem Namen Name, und zwar jetzt nur lokal für den Bereich, in dem wir gerade arbeiten. Die dritte Vereinbarungsmöglichkeit wäre das Wort const. Naja, const ist natürlich, wie der Name sagt, keine Variable, aber es schaut im Prinzip genauso aus. Mit const wird eine Variable vereinbart, die nachträglich nach der Initialisierung nicht mehr verändert werden kann. Also so gesehen ist es gerechtfertigt, hier noch von einer nicht mehr vereinbarbaren, aber doch von einer Variablen zu sprechen. Okay, diese Variable let, wir hätten übrigens hier auch const schreiben können, bekommt den Anfangswert Svelte zugewiesen. Und jetzt kommt bereits der erste schöne Teil. In unserem, ich nenne es jetzt einmal Hauptteil, in unserem Hauptteil steht da etwas drinnen, was in geschwungene Klammern eingeschlossen ist. Das ist ein ganz wichtiges Sprachelement von Svelte. Ich habe vor 2 Wochen da schon einmal kurz darüber erwähnt, welche komplizierten Wege es gegeben hat, wenn man in eine Webseite etwas einfügen wollte, mit Get, Element, By ID und so weiter. Das alles ist nicht notwendig. Da reicht also das Paar von geschweiften Klammern. Aber Achtung,
damit es vom Verständnis her klar ist. Ich habe gesagt, das Ganze ist ein Compiler. Das heißt also, wenn da in dem Text geschwungene Klammer auf Name und so weiter steht, dann macht der Compiler genau das, was wir vor 2 Wochen besprochen haben. Aber das interessiert uns ja nicht. Wir sehen es nicht. Es arbeitet im Hintergrund und unsere eigene Schreibarbeit ist vereinfacht. Ja, und da geht es natürlich noch darum, dass man noch mehr tun kann. Name ist ein String, eine Zeichenkette. Und Zeichenketten können in JavaScript mit einer Methode, in dem Fall to uppercase, verändert werden. Das heißt, ich kann aus dem Namen die entsprechende Version in Großbuchstaben machen. Und wenn wir es da unten hinschauen, sehen wir genau, dass es passiert. Hello erscheint es. Hello. Svelte erscheint in Großbuchstaben und das Rufzeichen steht außerhalb der geschwungenen Klammer. Ja, das ist natürlich kein JavaScript-Ding, das bearbeitet werden können. Ich kann das Ganze jetzt mit Reset noch einmal zurückstellen, dann bin ich wieder bei der ursprünglichen Version angelangt, kann also da von Hand aus, es ist wirklich ein sehr schöner Editor, kann da hineinschreiben, Skript, aber ich möchte euch jetzt nicht damit belästigen, indem ihr mir zuschaut, wie ich da tippe, aber trotzdem habe ich es gemacht, denn wenn ich dieses Skript-Tag einfüge, wird automatisch das schließende Tag auch erzeugt. Ich drücke jetzt nur mehr Enter. Achtung, einrücken. Haben wir schon gesagt. Es wird eingerückt und wenn ich da jetzt meinen Text hineinschreibe, let und so weiter, so wie wir es vorhin besprochen haben, dann habe ich die Aufgabe erfüllt, ohne auf diesen Solve-Knopf zu drücken. Ja, weiter. Der nächste Abschnitt heißt dynamische Attribute. Was ist es jetzt? Ein Attribut ist das, was innerhalb eines Tags nach dem Schlüsselwort steht. Also das Schlüsselwort heißt hier, linke Seite, Achtung, da sind wir. Das Schlüsselwort heißt IMG, steht für Image. Welches Image, welches Bild soll er gezeigt werden? Naja, es soll ein Bild hergezeigt werden, das, Achtung, rechte Seite, abgespeichert ist in einem File mit der Bezeichnung image.gif. Dass da ein Schrägstrich davor steht, bedeutet eben, dass dieses File im Root-Verzeichnis von dem System, das im Hintergrund diese ganze Magie bewirkt, abgespeichert ist. Wir sind ja hier auf einem Experimentierfeld. Wenn wir das selbst machen wollten, müssten wir natürlich dafür sorgen, dass irgendein Image-File für uns abgespeichert wird. Ja, wenn ich also jetzt diesen Teil hier, Achtung, ich drücke auf Solve, rechts einfüge, schaut meine Webseite wie folgt aus. Es steht da mit drinnen, let source, das heißt, die Variable source wird mit dem Pfad zu der Datei image.gif gefüllt. Und Name wird dann mit einem Namen gefüllt. Soweit das Skriptteil. Was passiert jetzt in unserem Ausführungsteil? Da gibt es also eigentlich nur ein einziges Tag. Das fängt da an und hört da hinten auf. Dieses Tag beginnt mit IMG-Image. Also es wird ein Bild dargestellt. Welches Bild wird dargestellt? Naja, jetzt muss ich auf der linken Seite einmal weiter blättern, damit ich auf das hinweisen kann, was hier steht. Eigentlich müsste ich hier schreiben, Image. SRC, also Source, ergibt sich zu Source in geschwungene Klammern. Das erste Source ist das Attribut, das zu Image dazugehört. Das zweite Source, das in den geschwungenen Klammern, ist jenes Source, das rechts oben unter Skript steht. Na und wenn jetzt zweimal Source da steht, dann haben sich die Weltleute wieder was Neues einfallen lassen. Ich kann das vereinfachen. Eigentlich ist es eine Funktion, die, glaube ich, in JavaScript schon eingebaut wurde. Ich kann das vereinfachen und brauche, da die beiden Begriffe Source und Source gleich sind, nur mehr Source in geschwungenen Klammern zu schreiben. Gut, wie geht es dann weiter? Dann steht hier alt. Wenn aus irgendeinem Grund ein Bild nicht dargestellt werden kann oder wenn jemand das Bild nicht lesen kann, weil er sehbehindert ist, dann gibt es hier die Möglichkeit, zusätzlich
einen Text darzustellen, entweder am Bildschirm oder auf der Braillezeile. Das alles wird mit dem Attribut Eid eingeleitet und wir sehen, das Attribut Eid ist, wie praktisch alle Attribute, eine Zeichenkette. Und innerhalb dieser Zeichenkette kann schon wiederum ein dynamisches Element drinnen stehen, nämlich genau der Name, der ein paar Zeilen darüber im Skript vereinbart wurde. Mit anderen Worten, das, was wir hier erzeugt haben, jetzt sollte ich eigentlich ein bisschen scrollen, also das geht nicht weiter, weil ich vergrößert habe, so jetzt muss ich das Bild ein bisschen verkleinern, damit wir das sehen. Das, was wir hier erzeugt haben, ist dieses Bild mit einem tanzenden Mann. Und ich hoffe, ihr könnt es auf eurem Bildschirm sehr verfolgen. Gute Gelegenheit. Gibt es bis jetzt schon irgendwelche Fragen? Ist irgendwas unklar? Passt es, wenn wir das in der Form machen? Oder gibt es da noch irgendwelche Dinge, die wir noch anders tun sollten? Also entweder ist das Mikrofon überall abgedreht oder alle sind einverstanden. Na gut, wenn etwas nicht passt, bitte einfach sich rühren. Styling. Ich habe schon gesagt, wir haben drei Teile auf unserer Webseite. Im ersten Teil sind die JavaScript-Dinge drinnen. Im zweiten Teil ist das Programm, ist der Text, der dargestellt werden soll. Und im dritten Teil ist der Style, also das Aussehen, enthalten. Achtung, diese drei Teile, die ich genannt habe, müssen nicht immer vorhanden sein. Wir haben schon bei den vorhergehenden Seiten gesehen, dass dieser Style-Teil fehlen kann. Ja, sogar beim allerersten Beispiel hat das Skript-Teil gefehlt. Ja, hier fehlt das Skript-Teil, zumindest derzeit noch. Und da wird also ein Paragraph soll ausgegeben werden mit einer bestimmten Formatierung. So, jetzt drücke ich einmal auf Solve, damit wir gleich sehen können, worum es geht. Ich habe jetzt nicht vor, im Rahmen dieses Workshops im Detail zu erläutern, was CSS Cascaded Style Sheets sind. Das geht sich von der Zeit her nicht aus. Prinzipiell geht es darum, dass wir bestimmten Elementen zuweisen können, wie sie am Bildschirm aussehen sollen. Das Element, das wir hier haben, ist ein Paragraphelement. Fängt also mit P in gespitzten Klammern an, beginnt damit und hört natürlich mit dem entsprechenden P mit dem Schrägstrich dafür auf. Soweit ist das ja klar. Der Text, der dahinter steht, ist, this is a paragraph. Und wie soll das jetzt dargestellt werden? Das wird im Style bestimmt. Da steht also drinnen, alle Paragraphen, alle P-Elemente, das steht da, sollen folgende drei Eigenschaften haben. Erstens einmal, sie sollen in der Farbe Golden Rot dargestellt werden. Zweitens, die Schriftart, die verwendet wird, soll Comic Sans Microsoft sein, soll in Kursiv dargestellt werden. Und die Schriftgröße soll 2 EM betragen. Also Kurzfassung EM ist so quasi die Standardgröße und wir können dann entscheiden, ob etwas größer oder kleiner sein soll, indem wir den entsprechenden Faktor bei EM wählen. Der Vorteil von EM im Vergleich zu PT für Punkten besteht darin, dass dieses EM sich an die Größe unseres Bildschirmes anpasst. Wenn ich also eine Seite auf einem Handy anschaue, oder auf einem Tablet anschaue oder auf einem großen Desktop-Bildschirm anschaue, dann wird es immer in der passenden Größe dargestellt. Und ganz unten sieht man jetzt dann schon, this is a paragraph. Ich mache das nur ein bisschen größer. Wird jetzt dann das dargestellt, was wir uns gerade gewünscht haben. Nämlich die Farbe, die Schriftart und die entsprechende Größe. Naja, das war noch nichts Aufregendes, also das kann jede HTML-Seite, aber wir wollen natürlich schauen, wie man diese Dinge dann zu einem späteren Zeitpunkt auch mit Svelte-Elementen, also sprich mit entsprechenden Vereinbarungen verbessern kann. Achtung, das fällt mir gerade auf. Da kommt eine geschwungene Klammer vor, da kommt eine geschwungene Klammer vor.
Es hat bitte jetzt nichts mit den Variablen von Svelte zu tun. Diese geschwungenen Klammern gehören zum Style dazu. Das sind also typische Elemente von den sogenannten Cascaded Style Sheets. Nächster Punkt, Nested Components. Kurze Wiederholung. Was ist ein Component? Ein Component ist eine Datei, die mit Punkt Svelte endet. Und die Dateien, oder die einzige Datei, die wir bis jetzt immer gesehen haben, war die Datei app.svelte. Was passiert, wenn wir mehrere Dateien haben? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Nested Components. Was könnte das bedeuten? Ja, nested heißt oder deutet darauf hin, dass es sich um ineinander geschachtelte Komponenten handelt. Dass es also Dinge gibt, die in einer Datei geschrieben werden und in einer anderen Datei verwendet werden. So, und wir sehen da auf der linken Seite, wie das Ganze funktionieren soll. Wir wollen hier in unserem Beispielprogramm auf der rechten Seite einen Skriptteil einfügen. Und was enthält dieser Skriptteil? Dieser Skriptteil enthält die Anweisung import nested from. Also mit anderen Worten, import, füge ein. Füge ein das from, was unter nested.svelte gespeichert ist. Achtung darum, wir könnten es anklicken. Wir sehen, das steht in nested.svelte drinnen, mit Wirgefühl. Wir gehen wiederum zurück zu unserem Hauptprogramm, app.svelte. Ja, und das, was importiert wird, soll einen eigenen Namen bekommen. Achtung, diese Dinge müssen mit einem Großbuchstaben beginnen. Jetzt kommt da ein bisschen was, was mich vom Didaktischen her stört. Wir haben hier zweimal das Wort nested. Das erste Nested, das hier steht, ist der Name, den wir gleich im Hauptprogramm verwendet werden. Das zweite Nested, das hier steht, ist der Name der Datei, unter der das Ganze abgespeichert ist. Also dieses eingeschachtelte Komponente. Aus didaktischen Gründen würde ich das im Unterricht so nicht machen. Ich würde anstelle von diesem Nested hier, weiß ich nicht, Schachtel schreiben, um trotzdem die Datei nested.svelte belassen. Einfach damit man bei der Erklärung unterscheiden kann, von welchem nested wird gerade geredet. Umgekehrt, wenn ich eine längere Zeit mit dem System arbeite, lasse ich mir dauernd neue Namen einfallen und dort ist es dann selbstverständlich üblich, zweimal genau dasselbe Wort zu verwenden, einmal für den Namen, einmal für die Datei, wenn man sozusagen eh schon genug Übung hat, um verstehen zu können, dass das zwei getrennte Dinge sind. So, in der Zwischenzeit auf Solve gedrückt und jetzt sehen wir, was herausgekommen wäre, wenn wir das brav eingetippt hätten. Es würde also hier eine, was ist die Skriptdatei? Es würde eine Skriptdatei eingefügt werden, die etwas importiert. Wovon importiert wird, steht hier, nested.svelte. Und was importiert wird, soll hier den lokalen Namen nested haben. Da könnte auch Hugo drinnen stehen, ist völlig gleichgültig. Hier steht eben nested. Dieses nested wird jetzt ein Stückchen weiter unten, nämlich genau hier, verwendet. Seht ihr es hier, Zeile 6, nested. Wie kann man so etwas erklären? Nun gut, jeder weiß, was ein Unterprogramm ist, denke ich, eine Funktion. Stellen wir uns vor, dass diese zu importierenden Dinge, also das, was in nested.svelte drinnen steht, eine Art Unterprogramm ist. Dieses Unterprogramm holen wir uns in der Zeile 2 hinein und wir rufen dieses Unterprogramm in der Zeile 6 auf. Natürlich sind es keine Unterprogramme, es sind keine Funktionen, es sind Komponenten. Aber rein von der Vorstellung her ist es vielleicht eine kleine Stütze, zu sagen, ja,
Da wird etwas aufgerufen, das, Stückchen weiter oben, Zeile 2, eingefügt worden ist. Damit haben wir unsere erste Nested-Komponente kennengelernt. Und das nächste, was wir uns anschauen, sind sogenannte HTML-Tags. Das ist jetzt nicht wirklich eine besonders aufregende Angelegenheit. Stellen wir uns vor, wir haben diesen String. Da oben steht Script, that String ergibt sich zu this String contains some HTML. Ja, HTML-Code. Und Strong, so wie es da in gespitzten Klammern steht, ist der HTML-Befehl, den eingeschlossenen Text fett zu schreiben, also Strong hervorzuheben. Üblicherweise ist es eben die Fettschrift. Ja, und würden wir jetzt diese Zeile, genauso wie sie da steht, eingeben, und das ist ja dankenswerterweise schon gemacht worden, dann erscheint hier auf unserem Bildschirm tatsächlich der Text This string contains some strong HTML strong. Wollen wir aber nicht. Wir wollten, dass HTML hervorgehoben wird. Und damit jetzt unser System unterscheiden kann, ob es sich um einen reinen Text handelt, strong, oder ob es sich um eine Anweisung handelt, mache strong, führe es aus, hat man sich etwas einfallen lassen müssen, nämlich diesen HTML-Tag. Und das sehen wir jetzt da. Achtung, zuerst hat es so ausgesehen, String in geschwungenen Klammern, das ist ja nicht wirklich was Neues. Aber wenn jetzt innerhalb der geschwungenen Klammern Klammer für HTML dazugefügt wird, ich bin wieder zu faul zum Tippen und drücke auf Solve, dann schaut die Zeile so aus und es ist gerade ausgeführt worden, der Text wird tatsächlich verändert. Es erscheint der Text tatsächlich in hervorgehobener Form, also in Fettschrift. Ja, das ist kein extrem wichtiger Bestandteil. Wir kommen noch zu Dingen, die besonders aufregend sein werden. Aber weil es gerade hier in der Reihenfolge drinnen steht, habe ich es natürlich nicht übersprungen. Das nächste, was kommt, das ist bereits eine extrem aufregende Sache. Und da möchte ich euch bitten, das wirklich ganz genau zu verfolgen, was hier passiert. Denn das ist eines der fundamentalen Elemente von Svelte. Worum geht es? Prinzipiell. Ich habe, und jetzt machen wir mal Folgendes, indem ich gleich einmal auf Solve drauf drücke, damit wir das in seiner Gesamtheit sehen. Ich habe dieses Wort Count insgesamt einmal, zweimal, dreimal, viermal in meinem Programm drinnen. Wenn jetzt an irgendeiner Stelle des Programms dieses Count verändert wird, verändert es sich automatisch an allen anderen Stellen, wo dieses Count vorkommt. Das klingt jetzt nach großer Magie, ist es natürlich nicht. In Wirklichkeit ist die Sache relativ einfach, wenn man sich einmal dazu entschlossen hat, das Ganze als kompiliertes File zu betrachten. Denn in dem Augenblick, wo ich das Ganze kompiliere, gibt es einen einzigen Speicherplatz, der eben den Namen Count hat. Und logischerweise kann auf diesen Speicherplatz von allen möglichen Stellen des Programms der Seite her zugegriffen werden. Und jetzt ist es überhaupt keine Magie mehr, dass durch den Zugriff von irgendeiner Stelle der Seite sich an anderen Stellen der Seite eine Änderung ergibt, also sprich der geänderte Inhalt dargestellt wird. So, jetzt habe ich genug geredet. Schauen wir uns einmal an, wo solche Änderungen stattfinden. Also Count ist ein Speicherplatz. Dieser Speicherplatz bekommt den Wert 0 zugewiesen. Das ist eine Funktion mit dem schönen Namen Increment. Was passiert in dieser Funktion? Der Inhalt des Speicherplatzes wird um 1 erhöht. Sehr gut. Dann wird hier im Hauptteil ein Text ausgegeben. Der Text heißt Kicked. Achtung, wir können das da gleich links unten sehen.
Da steht schon Click 0, 0 times. Also Count hat oben in der Zeile 2 den Wert 0 bekommen. Und unten in der Zeile 10 wird dieser Wert hinter dem Wort Click dargestellt. Ja, dann kommt es noch ein bisschen eine Verschönerung, indem dahinter das Wort Times dargestellt wird. Ich zeige mal, was passiert, wenn ich draufklicke. Achtung, derzeit steht hier clicked 0 times. Clicked 1 time, Singular. Noch einmal clicked 2 times, Plural. Ja, und diese Zeile, die da steht, macht nichts anderes, als dass sie dann, wenn es Count den Wert 1 hat, das Wort Time Singular ausgibt und in allen anderen Fällen, also auch bei 0, das Wort Times Plural ausgibt. Damit wollen wir uns jetzt nicht wirklich beschäftigen. Das ist ein spannender Teil dieser Funktion. Aber eigentlich ist ein bisschen störend, wenn wir das jetzt auch noch drinnen haben. Und eigentlich sollte ich das rauslöschen können. Und wenn ich jetzt auf Klick drücke, dann erscheint mir nur mehr Klick 0 und Klick 1 und Klick 2. Ist ein ganz bisschen leichter zu erklären. Ich sage das, falls jemand diese Unterlagen so wie ich für einen Kurs verwenden möchte. Ja, aber da ist noch was ganz was Wichtiges, was ich noch nicht erwähnt habe. Das, was hier steht, ist ein Button. Also ein Knopf. Wenn ich auf einen Button draufdrücke, soll etwas passieren. Und im normalen JavaScript würde da stehen Button on click als ein Wort. Hier steht Button on Doppelpunkt click, ergibt sich zu. Ja, und was ist denn das Inkrement, das da in geschwungenen Klammern steht? Das ist der Name der Funktion, die wir in der Zeile 4 bis 6 vereinbart haben. Also offenbar wird dadurch, dass mit dem on click ergibt sich zu, geschwungene Klammer auf, Inkrement, geschwungene Klammer zu, geschrieben wird, wird mit diesem Klick Inkrement aufgerufen. Wir sehen also, mit diesem On-Befehl wird die Funktion Inkrement aufgerufen, ausgeführt und der Inhalt der Variablen Count wird um 1 erhöht. Und da, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, das Count an mehreren Stellen auftaucht, eben auch hier im Text des Buttons auftaucht, wird bei jedem Klick die Zahl um 1 hinaufgezählt. Ja, das ist ein ganz wichtiges Element, nennt sich Reaktivität, Reactivity, und beschreibt einfach den Vorgang, dass Änderungen, die an einer Stelle im Programm stattfinden, an anderen Stellen eine Wirkung haben. Könnte man sagen, naja, was ist denn da das Besondere daran? Wenn ich irgendein Programm schreiben würde, wäre das ja sowieso genau der Fall. Ja, nur was wir hier erzeugen, ist eine Webseite. Und eine Webseite ist etwas, das dynamisch erzeugt wird. Überschrift von dem ganzen Ding sind ja dynamische Webseiten. Das heißt also, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass eine Änderung an einer Stelle der Webseite automatisch an anderen Stellen der Webseite etwas bewirkt. Und ich greife jetzt etwas vor, das kommt dann erst einige später. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, eine Input-Anweisung zu verwenden. Mit der Input-Anweisung kann der Benutzer eine Zahl eingeben. Ja, und diese eingegebene Zahl könnte genauso gut hier in diesem Count-Element vorkommen. Dann hätten wir also eine weitere Möglichkeit, um das Count zu ändern. Und das ist jetzt eine Stelle, wo es mit herkömmlichen JavaScript-Methoden verdammt kompliziert wird. Denn wenn ich über Input eine Variable verändere, dann sollte hier die Anzeige sich ebenfalls verändern. Und das geht dann wiederum nur mit all diesen merkwürdigen Dingen, die wir das letzte Mal schon besprochen haben. Und die sehr lang sind. Und die auch hier im Hintergrund stehen. Und die gut versteckt sind,
durch die Eigenschaft Reactivity von Svelte. Ganz ein kleiner Hinweis noch. Wir reden hier von der Version 4 von Svelte. Ich habe mir gedacht, die Version 5 wäre schon so weit, dass ich sie vorführen kann. Man könnte sie vorführen, aber das Tutorial ist noch nicht auf diese neue Version umgeschrieben. Und ich lasse es so stehen, weil ich ja doch hoffe, dass alle, nachdem wir unseren heutigen Kurs beendet haben, das Ganze noch einmal durcharbeiten. Und dann ist es gescheit, dasselbe eben noch einmal hier zu sehen, so wie wir es da besprochen haben. Ja, in der Version 5 schaut der Befehl nämlich wieder ein bisschen anders aus. Dann heißt es On-Click ohne Doppelpunkt. Aber ich verzichte jetzt auf diese Unterschiede in Zukunft hinzuweisen. Es gibt also ein paar Kleinigkeiten, die verändert werden. Der nächste Abschnitt heißt Declarations. Ja, worum geht es da? Auch das ist ein Teil, den ich jetzt nur ganz kurz behandeln möchte, denn auch das schaut in der Version 5 ein bisschen anders aus. Worum geht es? Wir haben im vorherigen Beispiel gesehen, dass eine einzelne Variable von verschiedenen Stellen aus verändert werden kann. Was passiert, wenn ich eine andere Variable vereinbare, die dann nicht durch irgendwelche Klickbefehle oder sonst irgendetwas verändert wird, sondern die abhängig ist vom Wert der ersten Variablen? Also, jetzt lang genug geredet. Ich habe wieder mit meinem Programm drinnen ein LetCount, Anfangswert 0. Und ich vereinbare eine neue Variable. Achtung, das Let ist in dem Fall nicht notwendig. Ich vereinbare eine neue Variable doubled. Und diese neue Variable doubled soll immer den doppelten Wert von Count beinhalten. Also immer dann, wenn sich das Count ändert, dann soll auch das doubled sich ändern, sprich den doppelten Wert haben. Naja, und das würde mit den Methoden, die wir bisher besprochen haben, nicht so einfach gehen. Da gibt es eine neue Schreibweise, die wir kennenlernen. Dollarzeichen, Doppelpunkt. Und mit dem Dollarzeichen, Doppelpunkt ist nicht nur eine Variable reaktiv, sondern ein kompletter Ausdruck reaktiv. Also doubled ergibt sich zu Count mal 2 ist ein Ausdruck. Und durch das vorangestellte Doppelzeichen, Dollarzeichen, wird er reaktiv. Naja, genug geredet. Wenn wir da draufklicken, dann passiert prinzipiell dasselbe. So, wo ist mein Cursor? Das ist verschwunden. Kommt wieder zu. Da ist wieder unser Button, wenn wir draufklicken. Und Achtung, bitte schauen wir mal, was da unten steht. Da steht 0 verdoppelt ist gleich 0. Nicht so aufregend. Ein Klick. 1 verdoppelt ist 2. 2 verdoppelt ist 4. Und das geht auch nur deshalb, weil wir an dieser Stelle eingefügt haben, dass das Double eine reaktive Anweisung ist. Da sehen wir übrigens, wie das Ganze im JavaScript-Teil aussieht. Und das ist jetzt hinaufgerutscht. Damit sehen wir, wie das verwendet wird. Count, die Variable, die wir schon kennen. Doubled ist die neue Variable, die wir eingeführt haben und die immer automatisch den doppelten Wert von Count hat. Nette Sache. Das, was wir gerade mit einer einzigen Anweisung gesehen haben, geht auch in einer etwas umfangreicheren Art und Weise. Das sehen wir hier. Da steht hinter dem Dollar-Doppelpunktzeichen mehr als eine Zeile. Das ist eine komplette Anweisung, die sich über mehrere Zeilen erstreckt. Das schauen wir uns jetzt nicht im Detail an. Im Prinzip geht es darum, dass, wenn die Variable Count den Wert größer oder gleich 10 erreicht, ein neuer Text, ein Warnungstext erscheinen soll.
Das machen wir jetzt einmal. Klick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Achtung, 10. Und tatsächlich, Tobi scheint ein neues Fenster. Elliot erzeugt ein Fenster und in diesem Fenster steht eben dann eine Warnung drinnen, dass eben dieser Account einen, ja, gefährlich hohen Wert erreicht hat. Das bedeutet also, wir konnten hiermit eine komplette Variable, also statt einer einzelnen Variablen, eine komplette Anweisung reaktiv machen. Und weil ich das letzte Mal gefragt worden bin, welche Testmöglichkeiten gibt es in Svelte? Nur eine Testmöglichkeit wäre jetzt so, wie wir es auf der linken Seite da sehen. Ich könnte also reaktiv zwei Zeilen hineinschreiben, Konsole.log, irgendetwas. Und immer dann, wenn eine Variable, die da drinnen steht, sich verändert, dann wird auf der Konsole dieser neue Wert ausgegeben. Wie die Konsole ausschaut, naja, wenn ich da auf der rechten Seite in meinem Browser, und jetzt hängt es davon ab, welchen Browser ich verwende, ist bei jedem ein bisschen anders, wenn ich da auf diese drei Punkte draufklicke, erscheint ein Stückchen weiter unten ein Text, der lautet weitere Tools. Wenn man einen anderen Browser als ich hat, lautet der Text vielleicht ein bisschen anders. Und da unten gibt es dann die Auswahlmöglichkeit Entwickler-Tools. Würde ich da draufklicken, ich mache das jetzt einmal probeweise, dann sehen wir hier auf der Seite ein neues Fenster und in diesem neuen Fenster erscheint dann die Konsole. Das tun wir jetzt nicht, so viel Zeit haben wir nicht. Wir schauen uns das, ich möchte nur darauf hinweisen, dass das eine der Testmöglichkeiten ist. Okay. Jetzt haben wir gesehen, wie wir eine einzelne Variable reaktiv machen können. Wir haben gesehen, wie wir einen Ausdruck reaktiv machen können. Und es ist jetzt um einiges komplizierter, wie man ein komplettes Array, ein Feld, das ist das innerhalb der eckigen Klammern, oder ein Objekt, das ist das innerhalb von geschwungenen Klammern, wo zum Beispiel steht, geschwungene Klammer auf A, Doppelpunkt 25, Beistrich B, Doppelpunkt 30, Klammer zu. Was passiert also, wenn wir ein derartiges Objekt haben und das reaktiv machen möchten? Diesen Punkt überspringe ich. Bitte bei den eigenen Übungen anschauen. Warum überspringe ich den? In der Version 5 wird er ganz anders ausschauen und daher möchte ich jetzt nicht die Zeit damit verwenden, das zu erklären. Das sind also die Teile, die wir jetzt übersprungen haben. Damit haben wir unseren ersten Abschnitt oder diesen Abschnitt der Activity soweit abgeschlossen und kommen jetzt zu einer weiteren wichtigen Sache. Props. Was können wir uns da darunter vorstellen? Da unten steht es in kursiver Schrift geschrieben, Properties, Eigenschaften. Okay. Wir waren bereits bei unseren Nested Components. Bei den Nested Components geht es darum, dass eine Komponente irgendwo geschrieben wird. Wir können uns die in dem Beispiel anschauen. Das ist die Komponente. Und dass wir diese Komponente woanders verwenden wollen. Das steht hier. Ich habe gesagt, dass wir diese Components uns vorstellen können wie ein Unterprogramm. Einfaches Denkmodell. Und ein Unterprogramm hat üblicherweise auch die Möglichkeit, Parameter zu empfangen vom rufenden Programm, damit irgendwas zu machen. Und dann wiederum an das rufende Programm zurückzukehren. Und wenn wir bei dieser Analogie bleiben, bei diesen Nested Components passiert so etwas Ähnliches. Die Parameter heißen eben dort Properties. Und diese Properties erscheinen hinter dem Namen der Komponente innerhalb der gespitzten Klammern, so wie wir es da sehen. Ja, und jetzt verwende ich wiederum den Solve-Befehl, damit ich zeigen kann, was hier passiert. Schauen wir uns zuerst einmal unseren
Nested Befehl an. Im Skriptteil erscheint jetzt etwas Interessantes. Das Wort Export let answer. Na gut, mit let wird eine Variable eingeleitet. Answer ist offenbar der Name der Variablen. Und da wird jetzt irgendetwas exportiert. Achtung, da kommt jetzt eine gedankliche Hürde. Schauen wir uns erst einmal an, was passiert. Wir haben unsere Nested Component drinnen und die schreibt offenbar den Text hinaus. Die Antwort lautet, und dann kommt eben das, was in der Variablen Antwort drinnen steht. In unserem Hauptprogramm wird das Ganze wie folgt verwendet. Nested Answer ergibt sich zu 42. Also offenbar ist Answer so etwas Ähnliches wie ein Parameter. Der Parameter Answer erhält im Hauptprogramm, das ist das Ding, was wir gerade sehen, app.zwelte. Der Name des Programms, das wir hier sehen, ist immer rot geschrieben, aber das ist, glaube ich, schon klar geworden. Also, in unserem Hauptprogramm wird das Unterprogramm Nested aufgerufen und erhält als Parameter den Wert 42. Der Parameter soll unter dem Namen Answer übergeben werden. Das ist der Name des Parameters Answer und das ist der Wert des Parameters. Was macht das Unterprogramm Svelte damit? Es holt sich diese Answer herein und schreibt den Wert, den es unter Answer bekommen hat, hinter dem Wort. Wer Answer ist, das sehen wir schon wieder, das, was mir didaktisch nicht gut gefällt, dass das Wort Answer dreimal vorkommt. Einmal ist es der reine Text und in den beiden anderen Fällen ist es die Variable. Okay, ich habe das Ganze jetzt so angesprochen, als wäre es ein Unterprogramm. Es ist kein Unterprogramm, es ist keine Komponente. Es ist kein Parameter, sondern es ist eine Property, eine Eigenschaft. Aber rein von der Vorstellung her funktioniert es. Und dieses Export, das ist jetzt die gedankliche Hürde, Achtung bitte, merken wir uns, Export exportiert die Adresse der Variablen Answer. Und weil das Unterprogramm Nested die Adresse von Answer exportiert, kann das Hauptprogramm, jetzt haben wir im Hauptprogramm drinnen, auf diesen Speicherplatz den Wert 42 abspeichern. Eine bessere Erklärung ist mir nicht eingefallen. Ich verrate jetzt noch ein Geheimnis. Das Wort Export hat eigentlich eine komplett andere Bedeutung in JavaScript, aber man wollte offenbar kein neues Wort erfinden und hat dieses Wort dafür, naja, verwendet. Und vorstellungsmäßig merken wir uns bitte, es wird die Adresse der Variablen Answer exportiert, damit auf diese Variable woanders etwas abgespeichert werden kann. Ja, und wenn wir schon so weit sind, dann kann man natürlich, ich klicke wieder auf Solve, auch hier dieses Nested in zwei verschiedenen Varianten sich anschauen. Schauen wir uns zuerst einmal den Text an. Da steht drinnen, Answer ist, und wir sehen, was hier an der Stelle des Exports als Voreinstellung in dieser Variable abgespeichert wird, ein Mystery, ein Geheimnis. Zurück zum Hauptprogramm. Hier wird Nested einmal aufgerufen. Mit dem Wert des Parameters answer ist gleich 42 und einmal ohne Parameter, in dem Fall wird der Default-Wert genommen. Dieser Default-Wert hat, wie wir gerade gesehen haben, den Text Mystery enthalten und daher erscheint hier unten in der Bildschirmseite in der simulierten zweimal die Seite the answer ist 42, the answer ist a Mystery. So viel also zu vordefinierten Werten, zu Default-Werten. Okay.
Nächster Punkt. Diesen Punkt könnten wir überspringen, wenn also jetzt jemand beim Zuhören der Meinung ist, das ist zu kompliziert, nicht schlimm, wir brauchen diesen Teil später unmittelbar nicht noch einmal. Worum geht es? Die Grundidee lautet, wir haben hier wiederum ein Nested Component und dieses Nested Component exportiert insgesamt vier Adressen. Also exportiert die Adressen von vier Variablen. Und die werden dann verwendet im Hauptprogramm, indem man beim Aufruf schreibt, Name und Speed und so weiter, ergibt sich zu irgendetwas. Naja, und Informatiker sind bekanntlich durchaus faule Leute. Lautet die Frage, kann man das nicht irgendwie zusammenfassen? Es gibt doch die Möglichkeit, genauso wie wir es hier schon sehen, eine Reihe von Variablen zu einem Objekt zusammenzufassen. Achtung, das, was da steht, ist bereits ein Objekt. Die Konstante PKG ist ein Objekt, erkennbar daran, dass das Ding mit einer geschwungenen Klammer anfängt, mit einer geschwungenen Klammer aufhört und dazwischen sind vier Bestandteile. Jeder Bestandteil hat einen Namen, einen Key und einen Value. Also unter dem Key Name ist der Value Svelte abgespeichert. Unter dem Key Speed ist Blazing abgespeichert und so weiter. Ja, und anstatt dass wir jetzt all diese Dinge einzeln übergeben, sollte es eine Möglichkeit geben, das in einem Aufwaschen zu machen. Naja, und die Kurzfassung von diesem ganzen Abschnitt lautet, wenn ich in dieser Form schreibe, Package Info, das ist der Name von unserer Komponente, da würden normalerweise jetzt die Attribute stehen. Wenn ich jetzt diese Attribute in geschwungenen Klammern einschließe und dann drei Punkte vor den Namen unseres Objekts schreibe, dann wird das Objekt so quasi aufgedröselt. Achtung bitte, das ist ein ganz bisschen irreführend, da kann man leicht drüber stolpern. Drei Punkte bedeuten normalerweise irgendeine Aufzählung. Also, wenn ich zum Beispiel schreibe in meinem Artikel, die natürlichen Zahlen sind 1, Beistrich, 2, Beistrich, 3, Beistrich, Punkte, 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 dann drücke ich damit aus, dass das nicht alle natürlichen Zahlen sind, sondern dass ich hier eben beispielhaft die ersten drei genannt habe und dann geht es noch irgendwie weiter. In JavaScript bedeuten diese drei Punkte etwas Spezielles. Das sind de facto ein Operator. Genauso wie Plus oder Mal oder sonst irgendwas ein Operator ist, sind auch diese drei Punkte ein Operator. Und dieser Operator bedeutet, drösle das, was im Objekt Package drinnen steht, in seine vier Komponenten auf, damit das Unterprogramm, durch das Unterprogramm, genau diese vier Komponenten wiederum hier vorfindet. Ja, das ist nett, wenn wir es im Augenblick übersprungen hätten, wäre es auch kein großer Nachteil. Der nächste Teil ist wiederum. Entschuldigung, darf ich kurz Ja, gerne. unterbrechen? Ja, voll. Jederzeit. Das funktioniert aber nur, wenn beide Seiten die gleiche Namensgebung haben. Ja, Ist das natürlich. richtig? Ja, Ja, freilich. Ja, okay, ja. danke. Das muss eine Zuordnung sein und nur anstelle dieser langwierigen Zuordnung, die sich beim Aufruf über vier Zeilen erstrecken würde, kann man sich das mit einer einzigen Zeile ersparen. Ja, also die Position ist egal, der Name muss passen. Völlig richtig, ja. Es sind also Namensparameter und keine positionellen Parameter. Ja, danke. Und ja, es sind überhaupt keine Parameter, weil es kein Unterprogramm ist. Aber ich tue mir leichter, wenn ich so tue, als wäre es ein Unterprogramm und es so erkläre, als wäre es ein Unterprogramm. Ich hoffe, dass alle mit dieser Ungenauigkeit einverstanden sind. Ja, das nächste steht unter der Überschrift If-Block. Schauen wir uns erst einmal auf der linken Seite an, was hier grün unterlegt unter einem If-Block verstanden wird. Ja, ich habe immer wieder im Unterricht erlebt, dass dann irgendwann einmal Schüler
von einer sogenannten If-Schleife gesprochen haben. Das ist das, wo jeden Informatiker sich die Zehennägel aufzurollen beginnen. If ist keine Schleife. Und wenn man dann sehr ruhig und gelassen ist, dann sagt man, nein, if ist eine Anweisung, if ist keine Schleife. Eine Schleife ist etwas anderes. Die fängt mit for an oder das Wort loop oder each oder sonst irgendwas kommt drinnen vor, aber nicht der if. If wird nur einmal ausgeführt, Schleifen werden mehrmals ausgeführt. If ist also keine Schleife. Und dann ist es mir in einem eigenen Unterricht passiert, dass einer meiner Schüler in meiner Gegenwart das Wort If-Schleife verwendet hat. Ein Schüler, den ich selbst unterrichtet habe. Es ist einer meiner Tiefpunkte meiner Karriere als Lehrer gewesen. Ich habe in dem Punkt versagt. Der Trottel hat das nicht verstanden. Gut, zurück also zu dem grünen Teil. Es geht jetzt darum, dass wir, Achtung, innerhalb unseres HTML-Teils eine Anweisung unterbringen. Also innerhalb des Skript-Teils eine Anweisung unterzubringen, ist nicht unbedingt etwas, das uns vom Stockerl reißt. Das Skript-Teil enthält JavaScript und selbstverständlich enthält JavaScript-If-Anweisungen und es enthält Schleifen und alles Mögliche. Aber die Frage ist, kann ich auch innerhalb meines HTML-Teils eine bedingte Anweisung unterbringen? Mit anderen Worten, könnte ich eine Zeile schreiben, natürlich auch mehrere Zeilen schreiben, die nur dann erscheinen, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Irgendwie eine coole Sache. Das heißt also, ich habe eine Webseite, da erscheint irgendein Text, und wenn dann eine Variable einen bestimmten Wert erreicht oder irgendein anderes Ereignis eintritt, da geht es um Variablen, dann erscheint, wie von Geisterhand, eine weitere Zeile drinnen. Ja, und wie macht man das? Achtung, das, was hier auf der linken Seite grün unterlegt ist, ist eine If-Anweisung innerhalb meiner HTML-Seite. Jetzt brauchen wir eine neue Syntax. Ich habe schon gesagt, die ersten Versuche, dynamische Webseiten zu erzeugen, bei denen man den HTML-Code modifiziert hat, waren, ja, ich sage es einfach, es ist grauslich. Also man hat hier wirklich jede Menge an Code-Anweisungen lernen müssen, damit man irgendwelche einfachen Dinge unterbringen konnte. Das Welt kommt nicht ohne Erweiterungen der Syntax von HTML aus, aber man hat sich wirklich sehr darum bemüht, diese Erweiterungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Eine dieser Erweiterungen haben wir schon kennengelernt. Die Reaktivität, also das Einschließen von Variablen oder Ausdrücken innerhalb von geschwungenen Klammern, das sehen wir da in dem grünen Teil der mittleren Zeile. Geschwungene Klammer auf, geschwungene Klammer zu, ist so eine typische Erweiterung, die durch Svelte in den HTML-Code hineingekommen ist. Ja, und da kommt jetzt eine weitere Erweiterung hinein, eine If-Anweisung. Ja, jetzt muss eine If-Anweisung irgendwo anfangen. Bei der If-Anweisung muss irgendeine Bedingung abgefragt werden. Dann soll irgendwas passieren, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Und jetzt fällt noch was ganz was Wichtiges. Es muss irgendwo stehen, wann die If-Anweisung zu Ende ist. Programmiersprachen haben dafür unterschiedliche Techniken entwickelt. In Python, meiner Lieblingsprogrammiersprache, geschieht das Ganze durch Einrücken. Alles, was in den If-Zweig hineingehört, wird eingerückt. Und wenn die Einrückung wiederum aufgehoben wird, wenn man wiederum unterhalb von dem ersten If weiterschreibt, hat man die If-Anweisung verlassen. Einrückungen funktionieren in HTML nicht. Leerzeichen, Zeilenwechsel und so weiter haben in HTML keine Bedeutung. Daher gibt es nur den anderen Weg, den manche andere Programmiersprachen gewählt haben, zum Beispiel Modular, dass man das Ende einer If-Anweisung durch ein eigenes Schlüsselwort kennzeichnet. Ja, und hier haben wir keine neuen Schlüsselworte erfunden, sondern es gibt eine etwas geänderte Syntax. Und jetzt bin ich schon dabei, nach dieser langen Einleitung zu sagen, wie es funktioniert. Mit geschwungene Klammer auf Raute
beginnt Tiefanweisung, mit geschwungener Klammer auf, Schrägstrich, Ende Tiefanweisung. Natürlich, wenn irgendwo eine geschwungene Klammer aufgeht, muss sie auch irgendwie zugehen. Also die komplette Startzeile für die If-Anweisung sehen wir hier. Geschwungene Klammer auf, Raute If Count größer als 10, geschwungene zu. Die komplette Schlusszeile für die If-Anweisung sehen wir da. Und jetzt schieben wir das Ganze wiederum zu faul, um zu tippen, hier in unsere Programmzeile hinein. Im Skriptteil steht nichts Aufregendes drin, das kennen wir schon. Das ist die Inkrementanweisung mit dem Count, der uns schon bekannt ist. Das mit den Button, On-Click und so weiter kennen wir auch schon. Da ist überhaupt nichts Neues dabei. Neu ist nur die Zeile 14 bis 16. Das ist genau die, die auf der linken Seite gestanden ist. Und da steht jetzt drinnen, sobald Count größer als 10 ist, soll eine neue Zeile erscheinen. Achtung, wo erscheint diese Zeile? Ja, unterhalb von den Button. Also, Klick, null, kickt, null times. Kicked one time, Singular. Kicked two times und jetzt geht's weiter. 6, 7, 8, 9, 10. Die Bedingung lautet größer als 10. Kick. Tatsächlich, es erscheint eine neue Zeile, die da lautet 11 ist größer als 10. Ja, und natürlich könnte diese If-Anweisung ja auch woanders stehen. Und das Schöne bei diesem Tutorial ist ja meiner Ansicht nach auch, dass wir hier in den Programmen nach eigenem Gutdünken herumfuhrwerken können. Und wir dürfen jetzt Dinge ausschneiden, herauskopieren. Wenn ich jetzt das Programm neu laufen lasse, 0 mal 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 9 mal 10 mal Klick, dann erscheint die Zeile so, wie wir es erwartet haben darüber. Also, das ist eigentlich eine sehr coole Angelegenheit. Mir gefällt das sehr gut und damit kann man Seiten sehr übersichtlich gestalten. Wenn man diese Funktion nicht hätte, dann gäbe es noch den Trick, mit irgendwelchen Klassen zu arbeiten und das Ganze auf CSS auszulagern. Aber eigentlich ist es ja die Stelle, wo es hineingehört. Wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann wird etwas direkt in der Anzeige verändert. Na gut, wenn es eine If-Anweisung gibt, dann muss es auch eine Else-Anweisung geben. Und wieder schauen wir zuerst auf der linken Seite. If kennen wir schon. Damit fängt die Geschichte an. Schrägstrich if kennen wir auch schon. Damit hört die Sache auf. Und immer dann, wenn zwischen der Raute und dem Schrägstrich noch andere Komponenten vorkommen, das ist nicht das einzige Beispiel, das wir hier sehen, dann wird hinter der öffnenden Klammer ein Doppelpunkt geschrieben. Also merken wir uns. Geschwungene Klammer auf Raute. Da beginnt eine besondere Erweiterung von HTML. Geschwungene Klammer auf Doppelpunkt. Da wird innerhalb dieser Erweiterung von HTML ein neuer Zweig eröffnet. Geschwungene Klammer auf Schrägstrich. Diese ganze Erweiterung, von der wir gerade gesprochen haben, endet an der Stelle. Na gut, wir klicken auf Solve. Wir sehen wiederum, ich erkläre das nicht noch einmal, das ist der Teil, den wir jetzt schon kennen. Aber wir sehen, dass sich im Vergleich zum vorhergehenden Beispiel etwas geändert hat. Das ist wiederum unser bekannter Button. Und darunter erscheint der Text, 0 liegt zwischen 0 und 10. Warum? Die Bedingung, die wir hier sehen, lautet, wenn Count größer als 10 ist, dann soll der Text erscheinen, Count, der Wert von Count ist größer als 10. In allen anderen Fällen soll erscheinen, Count, der Wert von Count liegt zwischen 0 und 10, beide Grenzen eingeschlossen. Okay, probieren wir es aus. Klick, 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 klick. 7, 8. Da unten, ich habe mich darauf hingewiesen, erscheint immer wieder der aktuelle Zähler. 8 ist between 0 and 10. 8 liegt zwischen 0 und 10.
9 liegt zwischen 0 und 10. 10 liegt zwischen 0 und 10. Also gut, jetzt könnten wir Mathematiker bemühen mit offenen und halboffenen Intervallen, dass man das noch ein Glied 11 ist größer als 10. Ich glaube, das ist durchaus verständlich. Na schön, damit haben wir if, else und das Ende von if kennengelernt. Aber was passiert denn, wenn hinter dem ersten if eine neue Bedingung abgefragt werden soll? Wenn also hinter dem else ein neues if beginnen soll, das macht die Sache dann relativ mühsam, denn vergessen wir nicht, so wie wir es bisher besprochen haben, müsste hinter jedem if ein dazugehöriges Schrägstrich if, also ein if-Ende kommen. Und wenn ich da jetzt eingeschachtelt, so wie es ja schon angedeutet ist, innerhalb der ersten if-Anweisung weitere Abfragen stattfinden sollen, dann hätten wir am Schluss da ein ganzes Winkel an diversen end-ifs, also Schrägstrich-ifs. Das hat man natürlich erkannt und hat hier eine nochmalige Erweiterung eingebaut. Ich habe schon gesagt, geschwungene Klammer auf Doppelpunkt heißt, dass zwischen der Anfangsanweisung, geschwungene Klammer Raute, und der Endanweisung, geschwungene Klammer Schrägstrich, Dinge eingeschoben werden können. Eingeschoben werden kann das Wort else alleine. Es kann aber auch eingeschoben werden, ein else, if, also ein else kombiniert mit einer neuen Bedingung. So, und jetzt lesen wir das einmal von oben nach unten durch. Wenn der Zähler größer als 10 ist, dann soll ausgegeben werden, ist größer als 10. Dieser Wert ist größer als 10. Wenn der Zähler kleiner als 5 ist, dann soll ausgegeben werden, der Wert ist kleiner als 5. Und in allen anderen Fällen soll ausgegeben werden, der Wert liegt zwischen 5 und 10. So, das schieben wir jetzt von links nach rechts. Wiederum schaut der Anfang genauso aus wie vorher, brauchen wir uns nicht anzusehen. Die Zeilen 14 bis 20 enthalten das, was wir gerade besprochen haben. Und Achtung, unten erscheint, der Wert 0 ist kleiner als 5. Stimmt offenbar. Das heißt also, die Anweisung in der Zeile 16, 17 wurde durchgeführt. In der Zeile 16 wurde abgefragt, ob der Zähler kleiner als 5 ist. In der Zeile 17 wurde der entsprechende Text dafür generiert. 1 ist kleiner als 5. Passt. 2 ist kleiner als 5. 3 ist kleiner als 5. 4 ist kleiner als 5. Ist 5 kleiner als 5? Naja, 5 liegt zwischen 5 und 10. Jetzt sind wir in dem Else-Zweig hineingekommen, der hier in der Zeile 19 als Text produziert wird. Wir klicken weiter. 6 liegt zwischen 5 und 10, 7 liegt zwischen 5 und 10, 8, 9, 10 liegt immer noch zwischen 5 und 10 und 11 ist größer als 10. Das waren jetzt die unterschiedlichen Formen von if-Anweisungen. Also zuerst einmal das einfache if, dann das if else und schließlich das if else in einer weiteren Form drinnen. If-Anweisungen werden einmal durchgeführt. Dinge, die mehrfach durchgeführt werden, sind Schleifen. Ja, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass Welt auch hier etwas Neues erfunden hat. Es ist keine Vorschleife, es ist nicht das Wort Loop. Es wird das Wort each verwendet, das in bestimmten Kombinationen auch schon in JavaScript vorkommt. Ja gut, und jetzt sind wir uns schon, haben uns schon ein bisschen daran gewöhnt, dass geschwungene Klammer auf Raute eine Erweiterung des HTML-Codes darstellt. Geschwungene Klammer auf Raute each startet eine Schleife. Geschwungene Schrägstrich each beendet die Schleife. Alles, was dazwischen steht, wird bei jedem Schleifendurchgang ausgeführt. Ohne dass wir jetzt im Detail noch hineinschauen. Wir sehen, innerhalb der Schleife
steht das Wort Button. Wir schließen also daraus, dass bei jedem Durchgang der Schleife ein neuer Button erzeugt wird. Ja, und was passiert jetzt? Woran erkennen wir jetzt, wie diese Schleife abgearbeitet wird? Colors ist eine Liste von Farben. Wenn da steht each colors as color, dann heißt es, dass für jeden einzelnen Wert, der unter Colors Liste gespeichert ist, für jeden einzelnen Wert die Variable color den Wert bekommt. Also wenn da rot, grün und blau drinnen steht, dann wird beim ersten Durchgang color den Wert rot bekommen, beim zweiten Durchgang grün und beim dritten Durchgang den Wert blau bekommen. Ja, bei den Button steht da jetzt noch verschiedenes andere drinnen. Ich glaube, es reicht einmal, wenn wir uns darauf beschränken, zu schauen, was hier passiert. Achtung, noch habe ich den Solve-Button nicht geklickt. Da sind also unten, naja, drei verschiedene Knöpfe bereits dargestellt und ein paar weiße Knöpfe. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, dann sehen wir, es erscheinen insgesamt sieben Knöpfe. Warum sind es sieben? Ja, das haben wir uns vorher nicht angeschaut. Dort oben im Skriptteil ist ein Feld, ein Array vereinbart worden mit den Bezeichnungen Red, Orange und so weiter. Also insgesamt sieben Elemente stehen da drinnen. Dass dieser Button nicht nur in einer bestimmten Farbe dargestellt wird. Die Farbe. Da haben wir Zeile 13, Style, Background, Doppelpunkt, Color. Das ist wiederum so eine CSS-Anweisung, Cascaded Style Sheet-Anweisung oder überhaupt eine Anweisung, wie ein Style formuliert werden kann. Auf das gehen wir jetzt nicht im Detail an, aber ich glaube, es ist leicht lesbar. Der Style dieses Buttons, der Style dieses Knopfes wird charakterisiert durch eine Hintergrundfarbe und die Hintergrundfarbe ist genau die Variable, die in der Schleife durchgeführt wird. Ja, wenn wir da draufklicken, passiert irgendetwas, das schauen wir uns jetzt nicht im Detail an und dann haben wir hier noch zwei Zeilen, die zumindest eine Erklärung bedürfen. Alles, was dann mit Aria beginnt, sind spezielle Anweisungen, um eine Webseite behindertengerecht zu gestalten. Mit anderen Worten, es soll hier für jemanden, der die Seite nicht optisch wahrnehmen kann, sondern zum Beispiel eine Braillezeile dafür benötigt, soll trotzdem derjenige wissen, was hier dargestellt wird. Also es wird dargestellt, Label in der Farbe Red. Es wird dargestellt, das, was gerade ausgewählt wird. Ich glaube, das sollte als kurze Erläuterung funktionieren. Im nächsten Schritt geht es darum, dass diese einzelnen Farben dann auch noch mit Nummern versehen werden können. Aus Zeitgründen überlasse ich das jetzt, jedem, sich das selbst anzuschauen. Denn wir kommen zu einem weiteren Sprachelement. Ja. Ein Sprachelement, wo ich immer darüber nachdenke, wie man es erklären kann. Zuerst einmal zum Aufbau. Wiederum geschwungene Klammer auf Raute, da fängt was Neues an. Geschwungene Klammer auf Doppelpunkt, das sind jetzt einzelne Elemente von diesem Sprachelement. Geschwungene Klammer auf Schrägstrich, da hört die Geschichte auf. Awake. Was macht Awake? Wozu brauchen wir es? Ja, was wollen wir damit einfach machen? Schwierige Sache. Wenn wir ein normales Programm in einer uns bekannten Programmiersprache schreiben, dann sind wir gewohnt, dass die Anweisungen Schritt für Schritt hintereinander durchgeführt werden. Wenn es zu einer Verzweigung kommt, dann werden bestimmte Anweisungen eben übersprungen. Wenn es zu einer Schleife kommt, werden Anweisungen wiederholt. Aber im Prinzip ist es immer noch Schritt für Schritt. Was ganz was anderes passiert, wenn wir uns eine Webseite anschauen. Stellen wir uns vor, wir haben eine Webseite und auf dieser Webseite soll ein Bild dargestellt werden.
Das Bild wird von einer anderen Seite im Internet geladen. Dieser Ladevorgang dauert, je nach Internetverbindung, kürzere oder längere Zeit. Würden wir jetzt keine neuen Elemente verwenden können, dann würde der Aufbau der Seite an dieser Stelle stehen bleiben, so lange eben, bis das Bild geladen ist. Das Bild war jetzt nur ein Beispiel, weil das relativ leicht verständlich ist. Das kann mit verschiedenen anderen Dingen auch passieren. Zum Beispiel war ja die Grundidee zur Einführung von dynamischen Webseiten, dass wir irgendwelche Datenbanken abfragen können, dass wir zum Beispiel Preislisten uns anschauen können, dass uns überhaupt Objekte angeboten werden zum Kauf und die müssen irgendwo stehen. Die stehen irgendwo in einer Datenbank, die werden dynamisch aus der Datenbank geholt. Und da wäre es keine gute Idee, wenn wir jetzt warten müssten, bis all diese Objekte der Reihe nach in die Seite bereits geladen wurden. Übrigens, es gibt ja so Webseiten, wo dann bestimmte Dinge angeboten werden und wo es dann heißt, wenn du die nächsten 10 Dinge sehen willst, dann klicke hier drauf. Was ist denn da im Hintergrund passiert? Wenn das Programm halbwegs, die Webseite halbwegs vernünftig gestaltet wurde, dann ist im Hintergrund wurden bereits die nächsten 10 Objekte geladen. Und wenn ich auf Weiter klicke, dann sehe ich die sofort. Es wäre sehr langweilig, wenn ich da wiederum warten müsste, bis 10 Objekte geladen werden und ich da zuschauen muss dabei. Ja, und der langen Rede kurzer Sinn, wir brauchen also offenbar etwas, das den Ablauf, den synchronen Ablauf der Seite verlassen kann. Wir brauchen etwas, das unsere Webseite asynchron aufbauen lässt. Asynchron heißt, es passieren ein paar Dinge quasi gleichzeitig. Ja, nicht wirklich gleichzeitig, weil die CPU, auch wenn sie mehrere Kerne hat, nicht unbedingt Dinge gleichzeitig durchführt. Gleichzeitig heißt halt, dass einzelne Zeitslots unterschiedlichen Prozessen zugeteilt werden und für den menschlichen Beobachter schaut es eben aus, als wäre das gleichzeitig. Aber gut, wir wollen uns ja jetzt nicht mit Gleichzeitigkeit beschäftigen, sondern wir wollten also schauen, wie dieses asynchrone Abarbeiten realisiert wird. Wenn ich also sage, die Webseite kann in der Zwischenzeit weiter aufgebaut werden, aber dann, wenn das Bild, ich bleibe wieder beim Bild, fertig ist, dann soll was Neues passieren. Dann soll also die Webseite darauf reagieren können. Und jetzt sind wir mittendrin bei diesem Await. Die Erklärung von all diesen Dingen ist relativ kompliziert. Await ist eine der modernsten Varianten von JavaScript, um asynchrone Webseiten realisieren zu können oder überhaupt um asynchrone Prozesse programmieren zu können. Es gibt Vorläufer von dieser Await-Syntax, die zum Teil zu, ja, sagen wir halt, komplett unleserlichen Programmen geführt haben. Das lassen wir jetzt alles beiseite. Wir schauen uns nur diese paar Zeilen an, die hier in grüner Schrift erscheinen. Hier steht einmal Await Promise. Asynchrone Seiten arbeiten mit Versprechen. Das heißt also, an einer Stelle sagt das Programm, ich verspreche dir, ich kümmere mich in der Zwischenzeit darum, dass das Bild geladen wird. Du kannst ruhig weitermachen. Und sobald ich mit dem Laden des Bildes fertig bin, melde ich mich wieder. Genau das bedeutet dieses Await Promise. Das heißt also, an der Stelle würde, ich bleibe beim Bild, sobald das Bild geladen ist, etwas passieren. Solange aber noch nichts geladen wurde, erscheint vielleicht der Text Waiting und die Seite macht weiter. Wenn das Ganze fertig ist, kommen wir zu einer Anweisung, die mit Then eingeleitet wird. Und für den Fall, dass bei dem ganzen Vorgang irgendetwas schiefgegangen ist, kann immer wieder passieren, die Webseite, von der etwas geladen werden soll, die ist halt außer Betrieb. Dann kann mit Catch eine Error-Bedingung abgefragt werden. Das war jetzt
asynchrones Abarbeiten in 2 Minuten. Zum genauen Ausprobieren bitte diesen Abschnitt selbst durchzuarbeiten. Das Ganze funktioniert, wir können Sie einmal kurz starten. Das Ganze funktioniert so, dass irgendwo auf dieser Webseite Zufallszahlen erzeugt werden, allerdings mit entsprechenden Zeitverzögerungen, damit man simulieren kann, dass da im Hintergrund eben Zeitverzögerungen passieren. Und jedes Mal, wenn ich draufklicke, erzeuge eine Zufallszahl, ist entweder auch wiederum zufälligerweise ein Fehler, der aufgerufen wird, oder irgendwann einmal wird vielleicht, jetzt haben wir es, wird dann auch tatsächlich eine Zufallszahl erzeugt. Ja, damit lasse ich jetzt das Kapitel, denn wir haben noch zwei wichtige Punkte zu besprechen. Mir ist schon klar, dass es 19:30 Uhr geworden ist, aber ich hoffe noch auf etwas Geduld. Zwei Dinge müssen wir uns unbedingt noch anschauen. Das eine sind Events und das andere sind Bindings. Was ist ein Event? Im Prinzip haben wir Events schon kennengelernt. Nämlich genau dieses On-Click war ja schon ein Event, aber es ist nicht der einzige Event, den es gibt. Es gibt eine ganze lange Liste von Events und einer der Events, von denen wir hier plaudern, über die wir hier plaudern wollen, ist ein Event, der auf die Bewegung einer Maus reagiert. Also Kurzfassung, wenn ich die Maus bewege, dann wird dieser Event Pointer Move aktiviert. Aber was passiert dann? Naja, es wird dann ein Unterprogramm aufgerufen. Wir sehen es da wieder im Grün unterlegt, das den Namen Handle Move beschäftigt dich mit der Bewegung heißt. Dieses Unterprogramm Handle Move wird offenbar in diese beiden Variablen, die in der nächsten Zeile stehen, m.x und m.y, also offenbar sind das Objekte, Werte hineinschreiben. Das heißt also, dieses Programmstück wird mir immer sagen, an welcher Stelle sich der Mauszeiger gerade befindet. Na, das probieren wir aus. Solve. Ich fahre jetzt mit dem Mauszeiger herum und wir sehen, da wird auf, weiß ich nicht, 9 Dezimalstellen genau gezeigt, wo auf meinem Bildschirm, natürlich ist nur dieses Fenster gemeint, in dem sich das ganze Programm da abspielt, wo sich mein Mauszeiger befindet. Links oben, wie üblich, ist der Punkt 0,0. Wenn wir uns nach rechts bewegen, dann erhöht sich die X-Koordinate, das ist die erste. Wenn wir den Mauszeiger nach unten bewegen, dann vergrößert sich die Y-Koordinate, das ist die zweite. Na gut, da wird es nur dargestellt, dass dieser Mauszeiger einen bestimmten Wert hat, dass wir die Koordinaten haben, aber wir könnten jetzt sagen, wenn die Koordinaten einen ganz bestimmten Wert haben, dann soll, weiß ich nicht, eine Farbe umgeschaltet werden von Rot auf Grün. Oder noch besser, wir stellen den Mauszeiger irgendwo hin und wenn wir dann noch die Maus klicken, dann soll auch ein besonderes Ereignis stattfinden. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Angelegenheit. Das, was dann hier auf der rechten Seite als relativ umfangreiches Programm steht, da sehen wir, dass dem Objekt M, let M, M ist ein Objekt, eine Objektvariable, da wird den Komponenten der Objektvariablen der X und Y Wert, wo sich der Mauszeiger gerade befindet, zugewiesen und da wird das ganze Zeugs dann ausgegeben. Ja, und alles, was da hier relativ umfangreich steht, kann auch zusammengefasst werden in, wir sehen es gleich, in einer Zeile. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das leichter lesbar ist als das vorhergehende. Und daher mache ich auch schon wiederum weiter. Event Modifier überspringen wir. Component Events ebenso. Events können weitergegeben werden, forwarding. Man kann also von einer Komponente zu einer anderen Komponente das Ganze weitergeben. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, den ich euch heute nahebringen möchte. Das sind die Bindings.
Bindings kennen wir im Prinzip auch schon. Da geht es darum, dass wir die Reaktivität in einen bestimmten Zusammenhang verbinden. Und wiederum gleich der Trick, dass ich mit Solve anfange. Ich habe ein Inputfeld. In dieses Inputfeld möchte ich etwas hineinschreiben. Das, was ich in das Inputfeld hineinschreibe, soll in der Variablen Name abgespeichert werden, die als Anfangswert das Wort World beinhaltet. Und sobald ich eben hier etwas hineinschreibe, dann soll dieser Wertname durch das ersetzt werden, was da drinnen steht. Genau das haben wir im ersten Teil schon besprochen. Und wir haben gesehen, das war unser Taschenrechner. Und wir haben gesehen, dass wir dafür so wiederum komplizierte Dinge machen wie Document dot Select Element by ID dot irgendetwas in der HTML ergibt sich so. Genau das geht hier mit einer einzigen Zeile oder einfach mit ein paar geschwungenen Klammern. Genug geredet. Ich habe das Ganze ja schon aktiviert. Hier steht im Eingabefeld, Achtung, das ist das Eingabefeld, das Wort World drinnen. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben hier in der Zeile 2 der Variablen Name den Wert World zugewiesen. Und im Eingabefeld steht jetzt schon etwas drinnen. Das ist normalerweise im üblichen HTML nur durch ein zusätzliches Attribut erreichbar. Und da ist es praktisch mit einem Befehl schon drinnen. Und ich schreibe meinen Namen hinein. Jetzt habe ich das Wort Martin eingetippt und ich mache das jetzt noch einmal. Wir sehen bereits mit jedem einzelnen Buchstaben, den ich hier eintippe, verändert sich die Variable Name. Jede Veränderung der Variablen Name wird sofort wiederum bei Hello dargestellt. Das heißt also, dieses Binding, diese Verbindung, dieses Verknüpfen von Value mit den Namen wird hier außerdem ausgenutzt zur Reaktivität. Das heißt also, alles, was beim Verändern dieser Variablen passiert, erscheint sofort auf der Webseite in dem Feld, in dem Fall Hello, wo wir es geplant haben. Das ist großartig, bitte. Das ist wirklich eine ganz großartige Angelegenheit. Und damit wir jetzt noch ein bisschen was drauflegen, schauen wir uns an, was passiert, wenn wir eine Zahl eingeben wollen. Achtung, wir erinnern uns, das haben wir beim Beispiel des Taschenrechners ausprobiert. Ich habe dann gesagt, A plus B, eine große Überraschung. Es wurden die beiden Zahlen nicht addiert, sondern als Zeichenketten aneinander gehängt. Warum? Weil JavaScript prinzipiell mit Zeichen, mit Zeichenketten, mit Strings arbeitet. Und genau das, müssen wir schon, müssen wir das hier gesehen, genau das wollen wir auch hier erreichen. Wir wollen, dass zwei Zahlen addiert werden. Und damit eben JavaScript nicht seinen üblichen Text Wert beinhaltet, das ist jetzt schon vorgegeben, kann ich hier den Type Number angeben. Und durch die Angabe von Type Number wird das, was wir bei unserem Beispiel durch den Aufruf einer Funktion Umwandlung in eine Zahl erreichen mussten, bereits direkt in der Input-Anweisung umgesetzt. Also normalerweise würde hier stehen Type, ergibt sich zu Text. Das ist der Standardwert, den muss ich nicht hinschreiben. Aber sobald ich schreibe, Type ergibt sich zu Number, verlange ich, dass meine Input-Anweisung als Zahl verstanden wird. Und dann gibt es ja noch was Nettes. Ich kann hier Range hineinschreiben. Wenn ich hier Range hineinschreibe, dann erscheint an dieser Stelle ein derartiger Schieberegler. Und Achtung bitte, so jetzt fahren wir da nur ein Stück runter, damit wir das auch sehen. Moment. Ein bisschen Platz machen. Ja. So, jetzt sehen wir das gleichzeitig. Wenn ich hier den Schieberegler betätige, verändert sich dieses Feld
Und gleichzeitig verändert sich da unten etwas. Und es verändert sich die Summe. Reaktivität. Ich mache aus dem Zweier einen Dreier. Der Dreier erscheint unten. 3 plus 2 ergibt sich zu 5. Oder ich kann den Dreier auch hier mit diesen Pfeilen verändern. So. Und wieder bewegt sich dann gleichzeitig auch der Schieberegler. Das, was wir gerade mit Zeichen, mit Texten, mit Zahlen gemacht haben, geht auch mit Radioboxen und mit Checkboxen. Da ist eigentlich die Syntax von HTML ein bisschen mühsam. Checkbox schaut so aus, dass wir viereckige Kasteln haben, wo wir eines oder mehrere anklicken können. Eine Radiobox enthält Kreise, wo ich immer nur einen anklicken kann. Und der Name Radiobox stammt von den uralten Radioapparaten, wo man dann mehrere Knöpfe hatte. Und wenn man auf einen Knopf draufdrückt, ist der andere Knopf herausgesprungen. Ich konnte also immer nur einen Knopf auf einmal drücken. Außer mit Gewalt. Dann ist es auch mit mehreren Knöpfen gegangen. Ja, und das also wird hier in Svelte in einer sehr eleganten Weise umgesetzt. Checkboxen, viereckige Dinge. Wir gehen auf Solve. Wir sehen nichts. Wo ist es? Genau. Hat ein bisschen gedauert. Also das ist jetzt eine Checkbox, die wir anklicken können. Select, habe ich vergessen zu sagen. Kommt hoffentlich auch gleich. Sind dann diese Auswahlpunkte. Man kann auch ein mehrfaches Select umsetzen. Man kann die Inhalte auf diese Art kopieren. Das ist das mehrfache Select. So, das haben wir jetzt da. Text Area, den Radio-Button habe ich jetzt nicht gesehen. Entweder kommt er oder war bei der Checkbox drinnen. Und eine Text Area ist ein größeres Eingabefeld, also ein Feld, wo nicht nur eine einzige Zeile eingegeben werden kann, sondern wo man zum Beispiel, wenn man einen Text an jemanden schicken möchte, einen längeren Text schicken möchte und der Benutzer will nicht, dass er das Ganze per E-Mail bekommt, kann man ihn auf diese Art einen Text Area ausfüllen. Jo. Lifecycle überlasse ich wiederum euch für eure eigene Betrachtung. Das, was ich als Theorieteil für euch vorbereitet habe, habe ich damit abgeschlossen und es hat auch länger gedauert als vorgesehen. Ich habe dann, so jetzt schalten wir wieder mal auf diesen Teil hier zurück. Ich habe dann hier ja, das, was ich, wenn Zeit genug gewesen wäre, noch mit euch besprochen hätte, alle Übungen, die wir besprochen haben, können über Svelte auch direkt, über dieses Svelte-Seite auch direkt durchgeführt werden. Da gibt es oben einen Button, der heißt REPL. Neuer zeigen. Da müssen wir das Tutorial verlassen. So, jetzt bin ich wieder bei der Startseite von Svelte und da gibt es einen Punkt, der heißt REPL. REPL ist ein System, mit dem man Programme entwickeln kann. Re-Evaluate, Print and Loop. Ich habe das auch einmal nachschauen müssen, was das bedeutet. Da kann ich also nicht nur in Svelte, sondern praktisch allen größeren Programmiersprachen Programme schreiben, kostenlos schreiben, abspeichern, aufheben, weitergeben. Wirklich eine sehr tolle Sache und Svelte-Dinge kann ich also damit mit REPL auch ausprobieren. Jo. Wer trotzdem alles installieren möchte, braucht zuerst einmal Node. Ich habe das hier zusammengestellt und es steht auch in der Aussendung drinnen, die ich über Telegram verschickt habe. Ein paar Worte noch zu TypeScript. TypeScript ist eine Übermenge zu JavaScript. Wie der Name Type schon vermuten lässt, geht es darum, dass hier die Variablen mit Typen versehen werden können.
Variablen, Funktionsergebnisse, Parameter und so weiter. Das ist zwar mehr Schreibarbeit, aber gleichzeitig auch eine Kontrolle, denn wenn ich versuche, an einen Parameter, einer Funktion, eine Variable zu übergeben, die den falschen Typ hat, dann schreit der Compiler. Und bei JavaScript würde nichts passieren, bei TypeScript bekomme ich eine Fehlermeldung und damit die Chance, meinen eigenen Fehler zu korrigieren. Sollte man nicht unterschätzen, diese Möglichkeit ist sehr vorteilhaft. Vielleicht ist aber am Anfang doch ein bisschen mühsam, gleich mit TypeScript zu beginnen. Was hätte ich sonst noch hergezeigt? Naja, ich habe hier einen Tasmota Chip, also einen ESP32, den ich mit Tasmota programmiert habe. Da kann man dann auf diesen Button draufklicken und dann wird irgendwo im Haus etwas umgeschaltet, sofern er sich nicht in der Zwischenzeit abgemeldet hat. Gut, wir lassen das weg. Da hätte ich ganz gerne gezeigt, dass man solche Dinge auch programmmäßig machen kann und ja, ein kleines Experiment oder ein Projekt hätte dann damit gelautet, hätte sich dann damit beschäftigt, diesen Schalter nicht nur über On und Off zu toggeln, zu schalten, sondern eben über eine Svelte-Seite zu schalten. Und alles, was zukünftigen Veranstaltungen vorbehalten ist, ist der Übergang von Svelte zu SvelteKit. Bei Svelte ging es darum, eine einzelne Webseite oder von mir aus ein paar ineinander geschachtelte Webseiten zu gestalten, währenddessen SvelteKit eine komplette App, eine komplette Applikation ist, mit der ich dann ein eigentlich nichts anderes machen kann, als eine komplette App zu schreiben, die dann auch aufgerufen werden kann über Webseiten, über einen Browser, über ein Handy, über ein Tablet. Also all das, was von SvelteKit ja ein sehr großer Vorteil ist, dass man damit komplette Apps schreiben kann, ohne eben sich auf spezifische Funktionen verlassen zu müssen, die es eben nur bei Apple oder eben nur bei Android gibt. Naja, mein letzter Programmpunkt heißt Diskussion. Und das haben wir jetzt. Ich bitte um eure Kommentare, Fragen, was auch immer euch einfällt, bitte. Vielleicht von meiner Seite. Du hast gesagt, Export liefert sozusagen die Adresse einer Variable in eine andere, nehmen wir Subroutine. Kann man das auch sehen, dass die Variable einfach global gemacht wird? Nicht unbedingt, denn das Ganze ist ja eine Verbindung, die nur an der Stelle funktioniert, wo ich meine beiden Komponenten miteinander zusammenhänge. Würde ich eine andere Komponente haben, eine andere Komponente mit anderen Namen, aber mit gleicher, jetzt sage ich wieder, Parameterbezeichnung, dann wäre das ein komplett anderer Parameter. Wäre es global, dann würde ein und derselbe Name mehrfach verwendet werden und immer die gleiche Variable ansprechen. Also es sind tatsächlich keine globalen Variablen, die da erzeugt werden. Okay. Weitere Fragen? Eine ganz praktische, da weiß man, kann man die Seite, die Sie das Word-Dokument gezeigt haben, weil Sie haben gesagt, Sie haben es auf Telegram, ich verwende Telegram, kann man das, oder wird das auf der Computerclub-Seite irgendwo? Ja, ich kann es gerne dort auch hinschreiben. Ja, Weil oder als sicher, PDF rein oder wie immer. Ja. ich verwende deswegen gern Telegram, Ja. weil wenn ich dann irgendwas zum Beispiel auch während eines Vortrages noch geschwind verschicken möchte, ich das Ja. schlicht und ergreifend vom mittleren Bildschirm auf den rechten Bildschirm hinüberschiebe und auf einen Verstehe. Button draufklicke. Und das war es dann auch schon. Ja. Also das Aussenden einer E-Mail ist alleine von der Anzahl der Klicks dramatisch länger als das Hinüberschieben. Deswegen mein Vorschlag Aber oder was auch immer. Ja. rein Ja. theoretisch im Club Computer ist ja Shared Directory, wäre es ja ungefähr das gleiche, wenn ich was rüberschiebe. Jo. Hintergrund ist, ich verwende Telegram zum Beispiel auch bei meiner Lehrveranstaltung der Technik.
Und einmal ist es mir passiert, also die Studenten haben schon brav alle Telegram, sich unter Telegram angemeldet habe. Und wie es der Teufel so will, es war eine Zoom-Sitzung. Wir waren also mitten in der Pandemie drinnen. Und ja, Zoom-Sitzung startet nicht. Tod und Teufel, was auch immer hin ist, auf Telegram geschickt, liebe Leute, wartet bitte 10 Minuten. Ich habe ein technisches Problem. Ansonsten wären die vor ihrem Bildschirm gesessen, hätten nicht gewusst, ist die Vorlesung ausgefallen, ist der Vortragende, hat ihm den Schlag getroffen. Es ist einfach viel bequemer und ich erlaube mir heute halt auch, meine eigene Bequemlichkeit ein bisschen zu optimieren. Weitere? Dieses Tutorial, entschuldigen, Ja. gibt es das auch offline? Kann man sich das auch offline auch verwenden oder muss man da immer online sein? Naja, also eigentlich ist es nur sinnvoll, wenn man es online ausprobiert, Okay. denn ich sollte ja Dinge gar nicht immer mit dem Solve-Button machen. Ich Ja. sollte ja wirklich das hineintippen, was auf der linken Seite grün unterlegt geschrieben ist. Ja. Mit der durchaus sinnvollen Überlegung, wenn ich mehrere Kanäle gleichzeitig aktiviere. Ich schaue, ich tippe, damit habe ich die Feinmotorik drinnen. Ich höre vielleicht auch noch, wenn das irgendein Text im Hintergrund hat, damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich das merkt, dramatisch gestiegen, als wenn ich nur auf Solve drücke oder wenn ich den Text mit Okay. Copy und Paste rübergebe. Daher die Empfehlung, bitte online ausprobieren. Es Ja. ging natürlich auch, indem ich Svelte bei mir zu Hause installiere. Also die Antwort lautet, ja, es geht auch, aber die Bequemlichkeit, die ich da bei dem Tutorial habe, die habe ich auf die nicht. Okay. Danke. Bitte. Ja, ich würde noch auf eines hinweisen, eben auf dieses Tutorial und das Durcharbeiten. Wenn es jetzt ja nicht ums Durcharbeiten an sich geht, sondern rein ums Lesen, hätte ich da eine Mitschrift verfasst, die ich gern zur Verfügung stelle und dann auch auf die Club-Computer-Seite Ja, danke. ganz herzlichen Danke. Dank. Sehr. Also, wenn Ja. du es selbst anbietest, ich durfte es nicht in deinem Namen anbieten, weil letztlich ist es ja dein geistiges Eigentum, aber da du es selbst anbietest, danke ich noch einmal. Na, Ich durfte es natürlich. ja schon lesen und das ist Ja. wirklich eine schöne Hilfe, vor allem wenn man auch die Dinge noch einmal durcharbeiten möchte, die wir heute besprochen haben. Sei es anhand von den Videoaufzeichnungen, die es irgendwann einmal geben wird, sei es anhand vom Tutorial, sei es anhand eben von der schriftlichen Unterlage. Danke. Teilst du das mit, Tommy, sobald das verfügbar ist? Damit man es auf die Seite tut oder machst du es gleich selber? Was denn? Wie Entschuldige. du willst, ich hab's fertig. Ah, jetzt schon. Ja, red mal los. Ja. Wir brauchen nur ein Bild dazu. Dann Nein. bitte gleich. Jo. Am besten an den George schicken. Der weiß, wenn man das dann auf die Clubseiten bringt. Ich weiß Das nicht, wie kann die das der dann Tommy bringen. ja. Und wenn das So. noch mehr abfüllt, dann mir schicken, ja. Cool. Weil ich wusste, dass wir das kennen, ja. Man kennt uns mehrere. Sagen wir so. Ja, passt schon. Ja, wir haben ziemlich viel durchgekaut. Ich hoffe, es war nicht so, dass Sie jetzt alle erschlagen fühlen. Die Idee war einfach anzuregen, sich das Tutorial einmal selbst zu geben. Und ich glaube, zumindest ist es mir so gegangen, wenn man das Tutorial selbst zum ersten Mal durchliest und durcharbeitet, dann muss man doch bei den englischen Erklärungen immer wieder nachdenken, was könnte hier vielleicht noch drinnen stehen oder habe ich da irgendetwas übersehen? Oder es werden implizit manche Dinge als bekannt vorausgesetzt, bei denen ich mich bemüht habe, zumindest darauf hinzuweisen, wie schaut ein Objekt in JavaScript aus oder was bedeuten die Klammern? Oder vielleicht auch der Hinweis, falls irgendjemand von euch das Ganze dann selbst in irgendeiner Art von Vortrag einbaut, nicht unbedingt die gleichen Bezeichnungen für den Befehl und für eine Variable verwenden. Nur da war es im Tutorial so drinnen und daher konnte ich das nicht wirklich ändern. Ich würde es, wenn ich einen Vortrag halte, das sicherlich nicht in der Form machen. Das waren so ein paar Tipps, die mir auch noch einfallen und die, wie ich hoffe, ein bisschen weiterhelfen.
Ja, ein Gedanke war natürlich auch, eventuell sich einmal mit Sweatkit zu beschäftigen. Hängt natürlich jetzt davon ab, was alle zu Svelte selbst sagen. Ich würde dann vorschlagen, sich mit dem Tutorium, und vorhin haben wir gerade noch den ersten Teil von dem, nicht einmal alles, uns angeschaut, einmal die Tutorien durchzuarbeiten. Und wenn dann der Wunsch besteht, dass wir uns noch einmal zu einer Svelte-Kit-Sitzung zusammensetzen. Entschuldiges Wort, Sitzung zusammensetzen. Ja, dann bitte einfach rühren, dann machen wir das. Das Ganze war eigentlich bis zu einem gewissen Punkt auch ein Experiment. Wir haben ja lange darüber diskutiert, ob wir diesen Workshop in den Clubräumlichkeiten machen sollten. Mein Argument war, dann können nur diejenigen teilnehmen, die halt in einer halbwegs vernünftigen Entfernung vom ersten Bezirk wohnen und da hinfahren wollen und können. Zweite Idee war, ja, wir machen es vor Ort und gleichzeitig über Zoom. Ist meines Erachtens keine besonders gute Idee, denn letzten Endes läuft ein Vortrag anders, wenn man ihn vor Ort vor Publikum macht oder vor einer Kamera macht. Bei der Kamera sitze ich halt und plaudere in die Kamera hinein. Vor Ort würde ich nie an einer Stelle stehen bleiben, sondern würde also da sicherlich hin und her springen und auf der Flipchart oder auf der Projektionswand irgendwas zeigen wollen. Ja, also beides gleichzeitig geht nicht. Und letzten Endes ist daneben herausgekommen, wir machen das Ganze über Zoom. Wir versuchen es einmal. Wir schauen, wie die Reaktionen sind. Und gleichzeitig haben alle, auch die, die nicht in Wien zu Hause sind, die Möglichkeit daran teilzunehmen. Kommentare? Ja, Ja, wir schauen, wie die absolut. Reaktionen sind. War sehr gut. Ja, Ja. ich Ja. würde darum bitten, dass ihr Ja. ein, zwei Ja. Sätze, wer redet da jetzt noch? Ich wollte nur sagen, dass das für mich schon sehr gut war, es in der Form zu machen, Ja. weil ich mir natürlich ein bisschen leichter tue und nicht extra vom Waldviertel nach Wien fahren muss, um ja, einfach der Ökologie geschuldet und man kann es einfach wesentlich leichter einteilen. Ich habe nicht die Fahrzeiten, also das finde ich schon sehr gut Ja, für uns an toll. der Ja. Peripherie lebenden Menschen. Okay, Danke. ja. Nachdem ich Ja. dich Liebe das veran. Waldviertel, Gruß ins Waldviertel hinauf. Mein Großvater stammt aus Gmünd. Ich bin also Aha, auch ein okay. halber Waldviertler, Ja. Viertel Waldviertler. Ich hab's Gut. letztens mitgehört und hab's, Ja, ja, hab's nicht habe gewusst, ja. ich da. Ja. Ja, und Also, was, das war schon gut so. ja, was Also, dazu hat kommt. auch noch einen Grund, warum das über Zoom gelaufen ist, weil im Winterhalbjahr oder etwas weniger als Halbjahr die Corona-Zahlen schlechter sind als im restlichen Halbjahr oder mehr als Halbjahr. Und daher lieber Zoom und keine Ansteckungen, als irgendwo in einem Raum sitzen und dann mit möglicherweise der eine oder andere mit einer Infektion heimgehen. Muss ja nicht gleich Corona sein, kann ja was anderes auch sein. Eine Grippe oder sowas, eine echte nämlich. Also daher lieber im Winter so und wenn es dann wärmer ist, eher auch im Vortragsraum. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und ich wollte bitten, eure Feedbacks vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, jeder Einzelne, ob das gut war, ob das nicht gut war, was besonders gut war, kann ja auch drei Sätze sein, ich bin ja nicht so. Und wir haben wieder vor, eine Nachlese zu machen. Sprich, dann gibt es dann wieder beim letzten Mal das Video zu sehen. Und ich würde gerne, weil das lebendiger ist, die Feedbacks einbauen, die ich von euch bekomme. Und zwar immer mit dem Namen von dem, der das gesagt hat. Das würde ich schon als sehr nützlich empfinden, wann der dabei steht. Also, ich würde sagen, Google kann ja Fake Bewertungen auch machen, wir wollen das gleich gar nicht. Also kommt die Quelle, der Realname dazu, bitte. Geht es? Und wie willst du es haben jetzt da, das Feedback? Genau, wollte auch gerade fragen, genau. Ja, Auf als welchem Text, Wege? Als E-Mail. E-Mail am besten, weil E-Mail haben wir alle.
Und meine E-Mail-Adresse werdet ihr finden oder eh schon wissen, ihr habt ja Mails bekommen. Also das muss gehen. Und wenn ihr es niemandem schicken könnt, dann gebt es dem Martin über Telegram, heißt Telegram es. und das lese ich dann auch mit und dann passt das auch. Also wir kriegen das schon zusammen. Wen höre ich da dauernd redest? Das Radio oder die Nachbarn? Ich denke, Ludwig ist es, oder? Nein, bin ich nicht. Nichts im Entschuldigung. Hintergrund. Gut, jetzt ist er Ruhe. Ja. Ja. Übrigens finde ich das sehr nett, Günther, dass man bei dir sich aussuchen kann, ob du der Günther bist oder die Brigitte. Das finde ich Ja, sehr. es ist einfach von der Corona-Zeit, ne, wenn wir mit viel Freunden haben und ich war immer zu faul, dass ich's ändere. Ja. Ein Punkt noch, warum es auch sehr gut war, weil der Martin einfach eine gute Übertragungsqualität, ein gutes Mikrofon, alles hat. Es gibt auch Zoom-Meetings, wo eigentlich eher Geflacker und abgehackte Töne sind, aber diesmal war es perfekt. Ja, das ist halt auch den Lehrveranstaltungen von der TU geschuldet, weil da hätte man meine Studenten davor rennen, wenn sie mich nicht hören oder nicht gescheit mitschauen können, mitarbeiten können, ja. Aber danke für das Feedback. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das machen wir manchmal bei Clubabenden oder ähnlichem anderen oder auch Veranstaltungen von der Digital Society, dass man sich im Vortragsraum trifft und zusätzlich online dazu geschaltet wird. Die Version taugt mir selber am allerwenigsten, weil ich kann dort eigentlich oft nicht einmal verstehen, was manche sagen. Also in der Runde der eine oder andere sich an was beteiligt, bis das Mikrofon tut, das ist ja fertig beim Reden. Und man weiß gar nicht, was er gesagt hat. Und wenn ich was erzähle, weiß ich auch nicht genau, wie gut das dort ankommt. Sehr laut, sehr leise. Warte mal. Also ist ein bisschen eine schlechtere Lösung. Entweder nur Zoom oder nur lokal. Scheint mir gescheiter zu sein. Georgi, ich war ja viele Jahre in der Technik, auch hochwertige Konferenzen und so. Da musst du halt einen Aufwand treiben. Da hast du halt dann wirklich am Tisch verteilt mehrere Mikrofone mit der zugehörigen Steuerung. Du brauchst eine Kamera, die steuerbar ist, an der sich darum kümmert. Ja, wenn du das alles hast, funktioniert es. Wenn nicht, dann Ja, nicht. wir hatten bei dem letzten Meeting hatten wir mehrere Mikrofone an die Leute verteilt, aber nicht an alle und manche mussten ein Mikrofon kriegen. Also es war trotz aller Bemühungen immer noch nicht perfekt, aber das ist wieder halt so. Wir sind ja zum Glück ein Verein und das besteht alles aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen und alles ist ehrenamtlich. Was du jetzt ist die Perfektion eines Unternehmens. Ein Punkt nur zur Digital Society. Ich wollte mich ein, zwei Mal dort anmelden für irgendwas. Ja. Sie kennen mich nicht. Okay. Kein Wunder. Dann will Red ich mit mich mir und ich erzähle registrieren. das. Red mir mit Bitte? mir und erzähle das. Du musst dort Mitglied sein, um dich bei der Digital Society anmelden zu können, auf der Plattform. Wenn du dich nur bei einer Veranstaltung anmelden willst, dann kannst du das auch ohne auf der Plattform angemeldet sein, aber es ist nicht gescheit. Gescheiter ist, du hast eine Plattformanmeldung hingelegt, dann kannst du mit den Daten der Plattformanmeldung deine Veranstaltung anmelden, brauchst du jedes Mal alles eintippen. Du Ja, musst ist nicht schon einmal klar. Mitglied bei der Digital Schau, Society. an was ich gescheitert bin. Ich wollte nur fragen, ob das allgemein ist oder nur mir passiert. Ich will mich registrieren, sagt die E-Mail-Adresse kennt er. Kann nicht sein, gut. Ich habe viele E-Mail-Adressen, probiere ich andere, sagt er kennt er. Dann sage ich, ich habe das Passwort vergessen, er kennt die E-Mail-Adresse nicht. Da ist irgendwo der Wurm drin. Also ich habe es dann aufgegeben, schlicht und einfach. Ich habe Was denen Gott? Dann melde bei mir und dann helfen wir darüber und finden heraus, was die Ursache ist, warum es einmal nicht geht. Es ist leider so, dass das System sich auch E-Mail-Adressen merkt, obwohl alle Vorgänge entfernt worden sind, woher sie gekommen sein könnte, die E-Mail-Adresse. Und dass jetzt einer in die internen Tables geht und dort alle auslöscht, das tut man nicht mehr, das ist einfach sehr riskant. Das heißt, man muss herausfinden, warum es nicht geht und es kommt manchmal vor, ja. Aber je öfter du E-Mail-Adressen wechselst, desto mehr Pseudo-E-Mail-Adressen liegen im System, desto größer ist deine Chance, dass du wieder nicht erwischt, die schon drin ist. Nein, es waren welche, die ich sicher noch nie verwendet habe. Und vor allem, wenn,
dann sollte er eigentlich mit Password Recovery sagen, ja, aber nicht sagen, na, die kenne ich eh nicht. Das stimmt nicht zusammen. Was? Ja, ich Einerseits habe dich sagt der verstanden. Spender, Es kann sein, dass es mal nicht konsistent ist, aber ich sage dir auch die Vorgehensweise, das ist natürlich für alle anderen auch was die gescheiterste ist. Ich habe auf der Plattform einen Benutzer angelegt. Das bedeutet nicht, dass ich Mitglied bei der Digital Society sein muss, sondern einfach nur auf der Plattform einen Benutzer ja. angelegt mit Passwort aus, womit ich drin bin. Wenn du den hast und du sagst, ich logge mich dort ein und ich will angemeldet bleiben, dann hast in aller Regel kein Problem, dass du diese Benutzerdaten nützt für eine Veranstaltung etc. Das ist die einfachste Methode. Okay, also ist es ein spezifisches Problem für mich. Ich wollte nur fragen, ob es dem Nein, anderen es ausgeht. ist nicht ein spezifisches Problem von dir, aber es ist eine, dass du derjenige bist, der es jetzt am deutlichsten klar gemacht hat. Andere kommen auch nicht rein und hauen einen Hut drauf, genauso wie du. Und das ist einfach nicht das, was wir uns wünschen, sondern dass das Problem aufhört. Schau, es gibt eine Seite, ich weiß jetzt nicht, wo in dem, auf der Webpage jedenfalls, wo man eben sowas hinschreiben kann, da habe ich geschrieben, aber nie einen Response kriegt. Einen Kommentar geschrieben oder was? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es gemacht hat. Über Webkommentar oder über E-Mail-Adresse. Ich habe es, was im Impressum steht, habe ich es Ja. hingeschrieben, aber da hat es nie was kreiert. Ja, dann wird es wahrscheinlich auch niemand erreicht haben. Egal. Aber es Ich, gibt die wir Möglichkeit, auf der Digital Society Seite an info@digitalsociety.ngo etwas zu mailen. Das kriegt der Werner auf den Tisch und dann wird er auch eine Antwort sehen. Wenn du was schreibst und das liegt irgendwo im Nirvana des Systems und reagiert keiner darauf, ist klar, dass du sagst, ja, dann gibt man ja keiner eine Antwort. War halt nicht gescheit, was hinschreiben. okay. Haben wir noch was? Weil sonst trauen wir die Aufzeichnung ab. Ja, ich möchte nur sagen, wenn man vom Dr. Weißenberg einen Vortrag geben will, da weiß man erstens, ist professionell und dann methodisch, didaktisch so angenehm zum Zuhören. Und für mich war das einfach, ich meine, das ist jetzt ein bisschen hart schon der Vergleich, aber das ist sowas Sympathisches, dieses Welt. Weil es, ich vergleiche das immer ein bisschen mit einer Kurzschrift. Ja, manche sagen, so eine HTL und immer so umständlich, ja, bis man da irgendwo hinkommt. Und das ist einfach wirklich, also ich finde das toll und werden wir ein bisschen damit auseinandersetzen und beschäftigen. Also, Herr Dr. Eisen, herzlichen Dank. Dankeschön, danke für das Feedback, ja. Sehr schön, schreibt vergessen, schreiben Feedback an mich, damit ich es auf die Webseite bringen kann. Danke, Ja, danke ich für schreibe das das Feedback. schon. Ja, das. Ja, vielleicht noch eine kurze Werbeeinschaltung. Wir wollen uns ja auch mit dem Thema Home Automation beschäftigen. Da haben wir dann im Februar einen Termin. Schaut ja, weißt du auswendig das Datum? Auch der Ob es jetzt 20. nicht. weil ich mir jetzt hier. Wie viel? Der 28., wenn ich mich nicht irre, oder es ist der 21., Entschuldigung. Na, der 21. Also es war der dritte Donnerstag, glaube ich, haben wir gesagt, oder? Na, dritte Mittwoch im Monat. Und da wollen wir halt versuchen, einen Gedankenaustausch zum Thema Home Automation unterzubringen. Wie das genau sich abspielen wird, über das diskutieren wir noch. Wir wollen einfach einen Gedankengang in Schwung bringen. Wir wollen uns ein bisschen mit Technik auch auseinandersetzen. Home Automation ist sozusagen das zweite Steckenpferd, mit dem ich mich gerne beschäftige. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich hier nur mit damit die Diskussion in Schwung kommt, einmal erzähle, was ist Tasmota. Das sollte nicht allzu lang dauern. Viertelstunde, 20 Minuten und dann sollte dann jeder eigene Erfahrungen zum Thema Home Automation mitbringen. Also weniger ein Vortrag als vielmehr ein Gedankenaustausch. Ich weiß nicht, wer von euch also ein begeisterter Leser von Asterix ist. Hand hoch. Grüß. Ja, holt sie. Ah, doch ein paar, ja, fein. Da gibt es ja die schöne Szene, wo es heißt, dass das ist der Druide Spürnix, der den Trank gefunden hat, mit dem man die Pommes frites direkt aus dem Kessel herausnehmen kann. Das ist also auch so eine Versammlung von Druiden, die ich mir da vorstelle, wo jeder halt seinen Zaubertrank oder seine Erfahrungen mitteilen kann. Und es sollte halt ein nettes Geplauder werden. Und wie gesagt, nur halt einen kleinen Einstieg am Anfang zum Thema, was ist eigentlich das Motor, wozu braucht man das Zeug? Ja, Werbeentscheidungen zu Ende.
Darf ich mir erlauben, Danke. das, was du jetzt gerade gesagt hast, ein bisschen einzuordnen in das, was Club Computer so anbietet an Veranstaltungen? Denn das, was du erzählt hast, ist ein neues Format. Das ist nicht einmal noch auf der Webseite genau erklärt. Ich bin dabei, mit anderen zusammen die entsprechenden Dokumente zusammenzustellen, damit man das publizieren kann, so Seiten daraus machen. Sie werden Foren sein. Ein Forum für Hausautomatisierung, ein Forum für künstliche Intelligenz, ein Forum für einfache Anwendungen für Benutzer interessiert. Jedes dieser Foren hat einen Forumsleiter und der Forumsleiter managt das Ganze. Für die Hausautomation Nona ist es der Martin. Und ihr werdet dann, sobald es entsprechend auf der Seite oder auf den Seiten vorbereitet ist, dann seht ihr auch die Veranstaltung am 21.02. und könnt euch dafür anmelden oder wie immer. Also es wird auch eine Anmeldung geben, haben wir heute beschlossen. Es ist alles gerade im Entstehen. Also der Begriff ist Forum in dem Zusammenhang. Es geht nicht um das Forum-Kino, wo in Wien Dr. Zhivago ungefähr 3 Jahre lang gespielt wurde. Das war einmal, das gibt es gar nicht mehr. Ich weiß, jetzt ist das Rechenzentrum von der Gemeinde Wien gewesen und das haben sie auch gerissen, ne? Ja, Amtshof Dobelhofgasse. Ja. Habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. Das ist sehr schön. Ich habe da dafür eine Praxis gemacht, ja. Ja, nein, ich habe die Sachen repariert. Na, schön, ja. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, ich weiß ganz genau. Ja, das sagen sie immer. Ja. Ja. Alle zufrieden und hungrig? Ja. Das ist der Nachteil an dem Format. Es gibt da keinen Wirten. Ne? Da muss man sich selber um Schnitzel kümmern. Ja. Das, weil ich jetzt Nö. sage, was ich gemacht Immer. habe, während ihr gedacht habt, sonst seid ihr unfair. Bin jetzt das unfair. Man darf ja zwischendurch auch die Kamera ausschalten, ne? Damit man. Ja, aber ich bin ja da, damit das Zoom-Meeting startet, weil es ist an mich gebunden. Ich würde es lösen, dass das Konto nicht an mich gebunden ist. Das geht noch nicht, aber wie auch immer, das kommt bald einmal, dann kann ich dem Martin sagen, mach das allein und ich muss nicht dabei sitzen als Owner Es von dem hat Meeting und so. Naja, wirklich. er ja nicht geschaut, ne? Naja, ich habe zurück. Ja. Den Vortrag vor 2 Wochen, da habe ich ja mit Interesse verfolgt. Und heute habe ich mit Interesse angewiesen. Jedem das seine. Unfair, ich weiß. Na, passt schon. Also ich sage herzliches Dankeschön für die mühevolle Arbeit, das Aufbereiten und die Sehr gerne. Erklärungen und freue mich schon aufs nächste, ja, wenn ich das so sagen darf. Ja, danke. Dankeschön. Ja. Super. Dann Okay, starten wir danke. jetzt die Aufzeichnung ab.